Schönen guten Tag zusammen. Hier ist Rako und ich heiße euch im Namen von Kai Lohmüller, Jetivin und El Rodriguez zum zweiten Teil unseres Ego-Shooter-Podcasts willkommen. Anlässlich des großen 20-jährigen Jubiläums haben wir uns zusammengesetzt und von 1991 bis 2000 alle denkwürdigen Titel, die uns eingefallen sind, besprochen. Und in einem doppelt so langen zweiten Teil wollen wir von da aus weitermachen und die Ego-Shooter bis zur Jetztzeit besprechen. Wir hoffen, dass ihr schon letztes Mal dabei wart und wünschen euch auch dieses Mal wieder viel Spaß. Time for a reboot. What? What does that even mean? So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt, ja, mit Unreal sind wir durch, oder? Ja, ich bin noch durch. Gut, dann sind wir 99 bei einem Titel, das jetzt auch irgendwie mich überhaupt nicht tangiert hat, wie viele. Ist das Oh, nicht eine das fand Reihe, ich super geil. ist nicht eine Reihe, die damals noch irgendwie Kontraprodukt zu Call of Duty war? Nein, war ja sowieso, aber war ein Studio von EA, also das war irgendwie so ein internes Ding und war das erste Shooter, der erste Shooter im Zweiten Weltkrieg, was damals die absolute Revolution war. Also so ein Setting hatte man so, heute hört sich das super lustig an, aber Sag das mal 5 Jahre später so. ja, ich sag ja, das war einfach der Shit. Und später, das kann ich kurz erzählen, irgendwann mal haben sie sich wieder verstritten, die Köpfe, die Schöpfer von und EA, und dann sind die gegangen und haben Infinity Ward gegründet, und das kam das erste Call of Duty, was einfach mal so war wie nur noch ein Ticken besser. Aber da kommen wir dann gleich drauf, wenn Call of Duty kommt. Ich möchte kurz meinen Senf zu abgeben. Ich habe das damals gespielt. Das war das erste Spiel, wo ich auch so, ich weiß nicht warum, aber ich hatte dann halt auch natürlich die nationalsozialistischen Zeichen, ne? Da weiß ich, wovon ich rede, im Spiel. Was ich super geil fand, war, dass man eben zum Beispiel, das hört sich lustig an, aber dass man Granaten zurückwerfen konnte. Oder Quatsch, dass die Gegner die Granaten Du musst jetzt auch zurückgeworfen schon hat. wieder lachen, so. Ja, ich fand das total, weißt du, ich habe eine Granate geworfen und der hat die Granate zum Beispiel weggeschossen. Ich habe gedacht, so was? So diese KI, so super geil. Und gerade auch, es gab so ein Level, das fand ich super, da musste man, da war man verkleidet als Nazi und war dann halt in der Basis drin und musste mit seinem Passport immer sich zum Beispiel Zugang verschaffen in bestimmte Bereiche. Und das war alles so mal was anderes. Also ich fand es richtig, richtig geil. Es war auch so, dass man dabei, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein bisschen das Krieggefühl hatte, so ein bisschen das Gefühl der Isolation, dass ein Schuss neben dir einschlägt oder sowas, ne? Ja. Das war das erste Mal bei so ein bisschen, dass du gedacht hast, nicht geil Krieg und so ein Zeug, sondern scheiße Krieg und so ein Eben, bisschen. Das genau, war ein bisschen so, ne? eben, du warst auch bei zumindest im ersten Teil noch so ein bisschen der alleinige Held. Das hast du auch in den späteren Teilen auch wurde auch beibehalten, aber gerade, da fällt mir halt ein, ich weiß nicht, ob es indiziert ist, ich nenne es jetzt extra nicht, fängt auf jeden Fall Medal of Honor AA, nenne ich es mal. Das war das erste Mal so richtige Kriegssituation. Dann kenne ich noch die Stelle mit Omaha Beach, das war das erste Mal, dass man wirklich Ja, im Omaha genau. Beach rauskommt, alle Leute werden erschossen und du denkst dir, fuck, Alter, hier ist ja richtig Krieg, alle Leute laufen mit mir und ich bin einer von vielen. Das war das erste Das Mal, dass war ich. so heftig an Omaha Beach. Ich erinnere mich da auch noch dran. Das war richtig, überall sind Schüsse und da liegt irgendeiner rum und sagt, Medic, Medic oder so, Genau, es weißt war du. Ja, richtig eben. heftig. Wahnsinn, das war Nicht richtig, initiiert. ne? Nicht indiziert. Nee. Das war Elliot Assault, Allied Assault war es. Das genau, war doch das nicht auch für die eine PlayStation Hommage. auch oder sowas, ne? War das nicht eine Hommage auch an den Soldat James Ryan, der auch die Szene gezeigt Die hat? Weiß Szene gar wurde nicht, damals welches vorher innerhalb von war. 5 Jahren in 10 Spielen verwendet. Das war eine sehr verbrauchte Szene innerhalb von 5 Jahren. Ich erinnere mich noch daran, dass Ja. in mehreren Spielen auch Call of Duty zum Spiele Beispiel waren. auch, Teil Ja, 2. ja. Nee, Also die aber war sehr verbraucht. Medal of Honor ist leider eine Serie, die sich so ein bisschen abgestumpft hat. Also mit der Zeit hat man einfach mit dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen. Es gab halt natürlich, man konnte keine neuen Waffen erfinden. Es gab immer die gleichen, es gab die gleichen Gegner, es gab die gleiche Story. Was muss man machen? Dann hat man halt am Ende, ich glaube, das letzte Medal of Honor in dem Zweiten Weltkrieg war Airborne. Das war dann halt das Spiel, wo man halt einen Fallschirmjäger Ich glaube, gespielt das war hat. scheiße, oder? Nee, das war cool. Ey, ohne Scheiß, Echt? ich fand das richtig cool. Du hast immer gespawnt, wenn du gestorben bist, aus dem Flugzeug rausgesprungen und konntest auf der Karte selber wählen, wo du landest. Wie ist denn das Spiel für die PlayStation? War das nicht, Welche meint das alte oder was? Ja, es gab
für die PlayStation und das hat irgend so einen Beinamen auch noch. Ich weiß nicht, ob es Elite Assault oder Rising Sun gab es dann. Frontline für die PS2. Ja, das war sehr, sehr scheiße. Da ja, aber ich rede, also wenn wir jetzt von heute Medal of Honor reden, was aus Medal of Honor geworden ist, der ultra harte Afghanen-Shooter, sehr, sehr traurig irgendwie, dass man den Namen dann halt irgendwie verwendet, um Call of Duty Konkurrenz zu machen. Was damals auch beim ersten Call of Duty richtig cool war, war so ein bisschen das Feeling, dass man, also man war wirklich in dieser alten Zweiten Weltkriegszeit, man hatte diese alten Waffen, die waren alle so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das absichtlich war, aber die waren alle so ein bisschen hölzern und steif und man hat da ewig lang gebraucht zum Nachladen. Ich glaube, am Anfang hat man eine Waffe gehabt, die immer nur einen Schuss abgeliefert hat und dann musste man nachladen. Ne? Also das war schon, man hat da wirklich in jeder Szene und in jedem Teil vom Spiel so ein bisschen gemerkt, jetzt ich bin hier 1935 und 1940 oder sowas, da bin ich gerade irgendwie mittendrin. Ja, und mit auch im schönen vorgescripteten Events. Ich weiß nicht, wo es noch vorher anders war, dass man halt wirklich dann vielleicht irgendwie dein Kamerad vor deinen Augen erschossen wird und so und das halt einfach gescriptet gewesen ist, dass du es halt nicht im Spiel passiert ist, sondern dass das einfach geschrieben worden ist. Ich weiß nicht, was vorher war. Ich glaube, Half-Life gibt es natürlich auch natürlich. Half-Life hat damit angefangen. Entschuldigung, ja, hab ich mich selber. Ja, egal. Bei Half-Life war es ja zum Teil auch so, dass du irgendwo hingegangen bist und hast in der Fensterscheibe irgendwo anders gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Also während du da hingeguckt hast oder so. Hatten die damals eingeführt und es wurde dann in Medal of Honor, gerade wenn wir diese Omaha Beach-Szene gerade besprochen haben, bis auf die Spitze geführt mit diesen Skript-Szenen, weil da wirklich alles komplett Dramatik, ja, das war, also da kann ich wirklich von Dramatik sprechen. Das war schon so ein bisschen filmlike, ein bisschen, weißt du so. Ja, du hast dich einfach gefühlt, nee, ist eine dumme Floskel eigentlich, aber du hast dich gefühlt wie Krieg. Es war halt alles, war eigentlich dem Untergang geweiht. Es ging nicht schlimmer eigentlich. So, du bist mitten auf dem Strand, du wirst beschossen. Ich meine, jeder kennt ja das historische Ereignis. Und du warst jetzt mittendrin. Und wie willst du denn da rauskommen? Das war total Hammer. Da habe ich mal eine Frage. Warum ist denn eurer Meinung nach die Reihe so ein bisschen untergegangen? Ich habe jetzt so das Gefühl, damals war das so voll die große Nummer, weil die sich bemüht haben, den Krieg irgendwie möglichst realitätsgetreu auf ein Spiel zu münzen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, habe ich das Gefühl, dass die Kriegsshooter sich aber dahin entwickeln, dass man jetzt doch mehr Wert auf Action und so weiter legt. Ist Medal of Honor dieser Realismus-Schiene treu geblieben und deswegen hat es deswegen einen Anschluss verloren? Nee, oder sind die Spiele einfach scheiße geworden? Nur eine einzige Erklärung, das ist, dass der Zweite Weltkrieg einfach nicht mehr gesehen werden wollte. Ja, aber jetzt habe ich gehört, der neueste Teil spielt in Afghanistan und ist wohl auch nicht so gut. Ja, aber natürlich auch, weil sie natürlich nicht weil sie keinen richtigen Weg haben, den sie eingeschritten sind bei Medal of Honor, sondern beim neuen Teil, sondern halt versucht haben, genauso hart zu sein wie Call of Duty. Das ist ganz witzig, weil wenn wir auf Call of Duty selber zu sprechen kommen, der erste Teil, dann ist es genau das Umgekehrte. Aber halt Call of Duty hat es dann halt besser gemacht als jetzt das neue Medal of Honor. Aber wir reden halt gleich darüber. Ja, also wir können jetzt einen kleinen Sprung machen, jahresmäßig, und sind dann 2001 bei einem Titel, hatet mich, wenn ihr wollt, aber den nenne ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber, Serious Sam. Nee, kann man locker, also da kann man überspringen, oder? Nein, ich will nur eine Sache, ich würde den gerne vorher gesagt. Achso, das ist Sam, gerne sprechen. Serious Sam ist das Mario Kart im Ego-Shooter-Bereich. Ich finde das gemein. Serious Sam war Mario Kart. Nee, überhaupt nicht. Also Serious Sam war großartig. Das war wie so eine lustige Achterbahnfahrt im Ego-Shooter-Genre, so ein bisschen. Das war super. Man hat so einen Helden gehabt, der ein bisschen was von Duke Nukem hatte. Man hatte alte Pyramiden und man hatte lustige Monster. Man hatte total verrückte Waffen. Und woran ich mich auch noch erinnere, das war das erste Spiel, das dieses, ich weiß nicht, wir hatten vorhin Bump-Mapping, da gab es noch irgendwie was anderes, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber wenn man da auf eine Wand zugelaufen ist und die Wand direkt vor sich hatte, dann hat man in dieser Wand nicht irgendwie große Pixel-Viereckchen gesehen, sondern feine Strukturen. Also je näher man irgendetwas gekommen ist, umso feiner hat man das dann eben auch gesehen. Das wurde bis auf 1 Zentimeter genau berechnet, dass man irgendwo genau hingehen kann, und dann wurde eine super feine Textur dann geladen. Also war großartig. Ich möchte gerade eine Anekdote erzählen. Serious Sam, ich habe den Endgegner nie besiegen können, weil der eben nicht zu besiegen war. So, pass auf. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder am mir lag oder am Spiel.
ich habe auf den Gegner mit der härtesten Waffe geschossen. Ich hatte den God-Mode-Orden an, weil ich irgendwann mal nicht richtig klar kam. Es war sogar so, dass die ganzen Gegner, es gab so Bullen, die dich nach oben geschossen haben, die haben mich die ganze Zeit Meter hoch in die Luft geschossen. Und ich habe trotzdem, und ich habe das nicht gemerkt, weil ich gestern auf den riesigen Boss geguckt habe. Und immer wenn ich einen abgezogen habe von Energie, hat sich genauso diese Zippel wieder aufgeladen. Wenn du was abgezogen hast? Ja, so ein bisschen Energieleiste. Okay. Ganz, ganz mini, so ein Strich, weißt du so. Da gab's ja diese Kanone, die so Kanonenkugeln, wie auf dem Piratenschiff, weißt du? Kanonenkugeln, genau. Das waren richtige Kanonenkugeln, die sind da so entlang gerollt und haben alles platt gemacht. Also das war auch total lustig. Man hat da auch lustige Szenen aus Filmen gehabt. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand dran erinnert, aber die Indiana Jones Szene, wenn die jemandem was sagt, man geht in einen Gang entlang, der ist sehr lang und geht also sehr lang und geht so nach oben und man sieht so ganz oben auf einmal macht's Klick und auf einmal rollt so ein Stein runter. Mhm. Und dann musst du eben von dem Stein wegrennen und ich glaube, du musst dich da ducken oder in irgendeine Seitenanbruch dann dich verstecken. Und wenn du dann wieder rauskommst, dann pfeift der Serious Sam die Musik von Indiana Jones. Dö, 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 dö. Das ist total lustig. Also, das Ding ist, Serious Sam, du gehst in einen riesigen Raum rein, da sind an jeder Ecke hunderte Munitions... Ey, ohne Scheiß, das ist echt so gewesen. Du bist reingekommen und hast schon da vorne mittendrin irgendwo so eine fette Rüstung gesehen und dann hast du das Erste, was du gedacht hast, fuck. Ja, und dann kommt der nächste Raum und dann kommen halt unzählige Gegner und du ballast dich halt durch. Es ist halt überhaupt keine Story, überhaupt kein Sinn. Es ist einfach nur ein Fun-Spiel wie Mario Kart. Ich glaube, bei Serious Sam war es auch sehr hart geskriptet. Also wenn man da zum Beispiel, da war für fast halt anders geskriptet. Also es war nicht ich erkläre es mal. Also du bist zum Beispiel, wenn du einen Munitionspack aufgehoben hast, sind genau zu dem Zeitpunkt dann bestimmte Gegner erschienen. Mhm. Wenn du eine bestimmte Rüstung aufgehoben hast, also da gab es, ich sag mal, einen viereckigen Raum und in allen vier Ecken gab's einen Munitionspack oder eine neue Waffe oder ein Health oder eine Rüstung oder sowas. Und sobald du das aufgehoben hast, kam dann eben eine riesen Gegnerschar auf dich zu und dann bist du in die nächste Ecke gegangen, hast dir dort das Munitionspack geholt und dann kam wieder eine riesige Gegnerschar. Du hast eben schon ganz genau gewusst und das haben sie auch absichtlich so gemacht. Das haben sie nicht irgendwie so versteckt wie in anderen Spielen, sondern das haben sie absichtlich so gemacht. Irgendwas dickes, fettes auf dem Präsentierteller dir hingelegt und haben gesagt, so, na, holst die dich doch. Und wenn du sie dann geholt hast, haben sie gesagt, so, und jetzt kriegst du eine geklatscht. Und dann kamen die ganzen Gegner. Also es war ein tierisch lustiges Spiel. Ich glaube, die HD-Version oder so gibt es mittlerweile auch noch. Ja, die gibt's für beide Teile. Ich glaube, sowas sollte man mal gespielt haben. Es dauert nicht lange, aber ist cool. Ist echt ein cooles, lustiges Spiel. Ja. 2001 gibt es noch einen Titel, den ich vorhin fast vergessen hatte, den ich nur erwähnen will, weil es ein geiles Feature hatte. Hat einer von euch gespielt? Natürlich. Klar, durch das alle Feature, Teile. Du kannst alles um dich herum kaputt machen. Geomod-Engine kaputt schießen, ja. No, Geomod-Engine. War nicht trotzdem irgendwann einfach eine unsichtbare Wand? Nein, das war natürlich ein bisschen so fake. Also ich weiß noch, dass ich damals Maps gebaut hatte. Man konnte Maps bauen, dann konntest du wirklich dann halt gucken, wo du hinschießen konntest. Es war halt so, du musst dir so vorstellen, es gab einen riesigen Raum, der war zu drei Vierteln befüllt mit Wand und dann halt das Level und du konntest dich durch die Wand schießen, aber natürlich irgendwann mal kommst du halt natürlich an den Rand diesen riesigen Raum. Richtig, ja. Aber es war trotzdem cool, weil du halt wirklich dann in der Kampagne dich durch die Wand schießen konntest und dann warst du auf einem anderen Level und dann denkst du, also im anderen Abschnitt und das ist ja krass, Alter, geil. Du hast halt auch schon mal, cool. Die haben das auch in Rätsel so eingebaut, dass du irgendwann mal keine Ahnung, da gab es keine Treppe oder keinen Zugang zum anderen Raum und da musstest, und aber daneben waren halt ein paar Raketenpacks oder so, wo du schon gewusst hast, aha, hier muss ich mir einfach einen Raum freischießen oder du siehst da drüben ein paar Gegner und denkst, nix da, ich komme jetzt von der anderen Seite oder so, weißt du, so ein bisschen. War schon ziemlich cool, die haben mit der Engine, das ging auch ziemlich in der Presse rauf und runter, dieses Geomod, das was ganz Neues war und, war ziemlich cool, die stehen auch heute noch dafür, also ist die Zerstörbarkeit des Levels, was anderes. Aber ist das Spiel nicht indiziert? Nee. Ist ja sicher. War nicht indiziert, vielleicht ein Spielstandsteil oder sowas. Auf jeden Fall indiziert. Nein, es wurde 2002 in Deutschland veröffentlicht. Ja, trotzdem kann es doch indiziert werden, egal. Aber wenn wir gerade von reden, hat jemand von euch auch den zweiten Teil gespielt? Nee. Also der zweite Teil, der war
komplett das Gegenteil. Im ersten Teil war es so, du warst auf dem Mars so ein Bauarbeiter oder Minenarbeiter im Mars und hast dich dann eben durchkämpfen müssen durch so eine Revolutionsgeschichte. Und im zweiten Teil, das war dann komplette Action. Also man muss sich das vorstellen wie Call of Duty mit schrägen Waffen auf dem Mars. War sehr kurz, es war nur actionlastig. Du hast ständig die ganze Zeit nur Action, Action, Action gehabt. Das waren absolut schlauchige Levels, also von der Geomod und sowas hast du nur ab und zu ein bisschen was mitbekommen, weil du mal, du hast da eine verschlossene Tür gehabt und in der Seite war dann eine halb zerbröckelte Wand, weißt du, so, man hat dir schon ins Gesicht geschlagen, spreng diese Wand auf, weißt du, so ein bisschen. Mhm. Und es war total schlauchige Levels, es war viel Action und sowas und es wurde auch dann zerrissen, weil alles, was im ersten Teil richtig gut war, du hast im ersten Teil ja relativ offene Levels gehabt immer, ne? Es war kein Open World oder was, aber die Levels waren eben groß. Du konntest dir quasi so ein bisschen aussuchen, wo du jetzt hinläufst oder sowas, ne? Viele Abzweigungen und im zweiten Teil war es dann einfach nur ein langer Schlauch, wo du durchläufst, ne? Genau. Ich möchte an dieser Stelle noch einwerfen, dass hier im Wikipedia-Beitrag steht, das Spiel wurde am 21. März 2003 indiziert und somit die Abgabe unter 18-Jährige verboten. Ich lese, es wurde zensiert und ab 18 freigegeben. Ach nee, das war Teil 2. Ja, viel gut, Spaß dann, beim Rauspiepsen. Ich werde jetzt den ganzen Teil einfach rausschneiden und sagen, wir haben auch noch über Piep gesprochen. Das wäre sehr gemein. So, ja, also die rote Fraktion haben wir damit auch. Ja. Nee, gar nicht, Faction, rote, ja, egal. So, wir sind jetzt geschichtlich mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich würde mal sagen, Ego-Shooter waren so das Vorzeigegenre, glaube ich, auf dem PC, ne? Ja. Waren auch allgemein. Haben wir nicht da etwas vergessen noch? Haben wir? Was mit Unreal Tournament? Natürlich. Unreal Tournament. Verdammt, das war 99. Wann kam das denn? 2.1? 99. 99 schon. 99. Ja, noch 99 haben wir Unreal gehabt jetzt. Ja, richtig. Bisschen später kam dann Unreal Tournament. Ich dachte, das wäre auch ein, zwei Jahre später gewesen, aber ich sehe gerade hier, das war tatsächlich auch 99. Wurde gepublished von GT Interactive. Keine Ahnung, aber auch von Epic gemacht, von Epic Games. Stimmt. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt. Der einzige Teil, den ich bisher gespielt habe, war 2004. Wobei, kannst eigentlich alles zusammenzählen. Wobei, Unreal Tournament, wie hieß das neueste? 3? Das 3. Ja, doch. 3. Das fand ich irgendwie nicht so cool. Auch diese Hoverboards und so fand ich irgendwie scheiße. Aber 2004 ist, finde ich, immer noch der beste LAN-Shooter, den es gibt. Wird auch immer, ich war letztes Jahr auf einer LAN, da hat man auch 2004 dann gespielt. Es gab noch viele andere. Ich fand das super. Das war vom Stil her irgendwie bunt und lustig. Hat sich halt irgendwie nicht so ernst genommen. Die Musik war aber cool. Aber Waffen sind für Einsteiger, muss ich sagen, weil du kannst zweimal in der Luft, glaub, springen, du kannst die Richtung wechseln, du kannst auf irgendwelche Plattformen, die dich irgendwie in die Luft schleudern. Also für mich ist Unreal Tournament so, zumindest 2004, die anderen kenne ich nicht so, ist der krasse Konterpunkt eben zu Counter-Strike Source, zu Counter-Strike allgemein. Ja. Also auf einer LAN schmeißt du Unreal Tournament rein, jeder kann irgendwie mitspielen, es gibt ja auch verschiedene Modi und vor allem diese ganzen Spezifikationen und Mods, dass du sagst, jetzt spielen wir mal mit Low Grav oder Instagip oder was weiß ich, oder Vierfachsprung und alles, dann hast du diesen Mod, wo du diese Knoten einnehmen musst und irgendwie, glaube ich, eine Linie bilden musst oder so, oder ob du jetzt Deathmatch oder Capture the Flag oder was weiß ich was, oder Bombing Run, finde ich, ist ein ganz toller Modus. Und das macht einfach Spaß, weil du unheimlich viel machen kannst und die Waffen sind halt so aufgebaut, du kannst mit dem Sniper-Gewehr, kannst du halt versuchen, Kopfschüsse zu verteilen, aber ansonsten hast du halt die Flak-Cannon oder den Raketenwerfer. Boah, ich einfach der Fokus, wo einfach nicht der Fokus darauf liegt, wie bei Counter-Strike, möglichst skillig halt die Gegner mit einem Schuss wegzuhauen, so mit per Kopfschuss oder so. Ja, die Gegner sind dann eher, wenn du einen Raketenwerfer dir getroffen hast, sind sie eher durchs ganze Level dann geflogen. Ja, also, der Redeem und nicht nur in eine Ecke, sondern gleichzeitig in mehrere Ecken, kann man sagen. Also ich muss sagen, an der Challenge stehe ich für mich mit einem puren Spielspaß. Ist, ich habe es auch irgendwann mal, welchen Teil habe ich wirklich exzessiv 2003, also nicht den ersten, habe ich auch ein bisschen gespielt, weil ich auch von Quark Arena und so auch komme und so, das ist einfach so, das finde ich sehr schade, was sich die modernen Ego-Shooter halt angeht, dass eben diese Art von Shooter, dieser Art von Multiplayer-Shooter nicht mehr einfach trendy ist, so, die Leute frag mich warum, also könntest du nochmal probieren, diese es gab doch erst vor kurzem etwas, ich weiß nicht, ob es indiziert ist, aber Kugelsturm. Darf man das hier sagen? Ja, natürlich gibt es die USK-Version, Bulletstorm. Aber Bulletstorm ist dann wieder so, ist
Ja, doch, du hast recht, aber es ist halt nicht auf Multiplayer ausgelegt. Ich meine, richtig so, wo du noch diese, was ich geliebt habe, ist diese, sind diese Sprungdinger, wo du halt drauf gehst und dann springt der da wirklich 20 Meter weit. Ich finde das so spaßig. Das habe ich erst mal gesehen. Es hat was comichaftig Lustiges so. Es ist einfach total aber Gorn. Ja. Ja, aber noch Gorn. Ja, sehr viel Gorn. Also es war auch so. El Gorn. Es ist aber trotzdem irgendwie, obwohl es, also zumindest bei 2004, obwohl es de facto eigentlich irgendwie schon normalerweise, wenn du es dir vor Augen führst, was du da für Waffen benutzt und auch mit der Linkern oder so, die Gegner sogar irgendwie bis aufs Skelett zersetzt oder so, das klingt alles sehr brutal, aber es hat trotzdem, finde ich, optisch keinen brutalen Eindruck gemacht. Also weiß ich nicht, es war halt irgendwie doch noch irgendwie comichaft und lustig und deswegen irgendwie spaßig. Aber, also ich habe sehr viel, also 2003, 2004 und das ganze Zeug habe ich weniger gespielt. Wie gesagt, letztes Jahr auf der LAN eben 2004 noch. Aber Unreal Tournament habe ich damals sehr viel gespielt. Ja. Da also wenn sich noch jemand an den Raketenwerfer erinnert, also ich, das war auch das die eine von den Neuerungen, dass man mit der rechten Maustaste Feuer. Genau, gab's dann alternatives Feuer oder sowas, alternative Schussmodi. Wenn man zum Beispiel den Raketenwerfer hatte, der hatte 5 solche Raketenausschuss-Rohre. Dann, wenn man den mit der rechten Maustaste gehalten hat, dann hat er sich so aufgeladen. Und wenn man dann die volle Wucht der Raketen auf einen Gegner losgelassen hat oder einfach mal in den kleinen Raum und da drin war halt einer, dann hat es den einfach zerfetzt. Das war einmal ein Riesenspaß. Du hast dann auch, wurde auch sehr taktisch dann später, wenn man das auf LANs gespielt hat, weil man... Ja, gerade Bombing Run. Weil man, auch so im Deathmatch oder sowas, weißt du, weil du eben, es gab Leute, die dann eben genau abgezählt hatten oder im Kopf sozusagen so eine Uhr mitlaufen hatten, die denen dann gesagt hat, so, diese Waffe respawnt jetzt wieder oder wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke und dann in den nächsten Raum komme, dann schießt ganz genau dann die 5 Raketen raus oder sowas, weißt du, also. Lustig ist auch, bei Counter-Strike musst du in den Kopf zielen, bei Unreal Tournament schießt du in den Boden mit der Rakete. Ja. Ne, oder? Ja, ist schon. Klar, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, ist das aber echt. Also ich habe jetzt auch wieder richtig Bock auf das Spiel. Also ja, das müssen wir mal im LAN-Modus spielen oder so, wenn du. Vielleicht nehmen wir das mal oder auch. Ja, super. Ich weiß auch noch, Sekundärfeuer, was du sagtest, ich weiß nicht, bei 2004 war das zumindest so, wenn du dann das aufgeladen hast, aber dann kurz vorm Schuss nochmal die linke Taste gedrückt hast, dann wurden die Raketen, die sind dann nicht so gestreut, sondern sind so gebündelt, umeinander rumfliegend, in einen Punkt eingeschlagen. Oder du hattest doch diese Lightning Gun, wo du mit der rechten Taste diese Kugel abfeuerst und wenn du dann Ja, konntest du draufschießen. Genau, da gab es diese fette Explosion und so. Das ist super, das klappt voll selten. Abgefahren einfach nur. Ja, so ein bisschen also, Spaß. Und dann gab es noch die Spezialfähigkeiten, dass du so Tasten kombinierst, so 4-mal zurück, dann hast du die HP aufgefüllt bekommen bis 200. Irgendwie das war dann später. Zurück ist unsichtbar. Nee, das war links, links, rechts, rechts. Aber 4-mal vor ist dann Turbo und so. Also es gab es in 2004 zumindest schon. Also es ist einfach witzig. Also wenn ich mit Kollegen auf den LAN gehe, das erste Spiel, das wir so mehr oder weniger spielen, ist UT 2004 und auf der letzten LAN hat es irgendwie gerade keiner parat gehabt. Und das fehlte was. Ja, da fehlte echt was. Wir haben dann so Trackmania gespielt und Warcraft und Counter-Strike und irgendwann saßen wir so da, ja, und was jetzt? Und wir haben ja echt gemerkt, dass uns UT gefehlt hat. Ja, ich finde es super schade. Ich bin gerade ein bisschen traurig und geknickt, dass eben diese Spielereihe anscheinend durch die ganzen Konsolen-Geschichten, jetzt ich möchte jetzt nicht die Konsole da im Sinne angreifen, aber das ist irgendwie anscheinend keiner. Dass das Ganze einfach nicht mehr richtig zündet. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich bin mir sicher, dass das bestimmt noch richtig viele gerne zocken würden. Kann auch nicht sein, dass diese Begeisterung zu so einer Spielereihe weg ist. Besonders wenn man halt hier in Battlefield und Call of Duty und Halo im Multiplayer-Segment hat, so. Weißt du? Wenn es zum Shooter geht. Aber das ist halt so ein typisches Beispiel, als wir das im Main-Topic im Playcast besprochen haben, als wir sagten, dass gerade für den LAN-Modus den heutigen Spielen so der gewisse Charme fehlt und deswegen immer noch die alten Sachen gespielt werden. UT ist da so ein tolles Beispiel für halt. Ja. Naja gut, ich glaube, wir haben jetzt lang genug darüber geschwärmt. Richtig. Das ist toll. Aber ja, Ego-Shooter, großes Kino. Ego-Shooter, Rennspiele auch, aber gerade Ego-Shooter waren dann auch irgendwie so der Benchmark, ne, für neue Physik-Engines, für Grafik-Engines und dann haben ja die ersten Firmen dann auch angefangen, ihre Engines zu verkaufen, zu lizenzieren und zu verkaufen, ne? Jahrelang war die Unreal Engine, weiß ich noch immer, in den PC-Zeitschriften hier, wie sieht's mit Unreal aus und wie sieht's mit Red Faction, hatte da eine Engine dran, ein Benchmark, weißt du, wo du dann getestet hast. Diese Grafikkarte hat 5000 Punkte bei Unreal, 3000 bei Red Faction und 4000 bei
weiß der Geier was, wieder bei einer anderen Engine oder sowas, das war, ja, noch weiter. Wie sich die Firmen da wahrscheinlich noch zusätzlich eine goldene Nase daran verdient haben, dass sie einfach nur ihre Engines verkauft haben. Ja, id Software hat das ja nur gemacht. Id Software hat ja nach Doom 3, das letzte Spiel, einfach nur ihre Geldeinnahmen durch die Lizenzen bekommen und dann halt nur Rage gemacht. Also siehe jetzt hier die... Wären sie besser beim Verkaufen von Engines geblieben? Na egal, da, okay. 2001 ist ein ganz besonderes Jahr auch, ne? Oh ja. Möchtest du mit mir gemeinsam anstimmen? Okay. Welches denn? Okay, mach du. Ja, was kam 2001? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wo du anfangen willst mit dem Lied. Also fang du an. Am Anfang. 3, 2, 1. Oh, klingt das kläglich. Okay, das jetzt besonders. Es geht natürlich um Halo, das dann nochmal neue Standards für Ego-Shooter gesetzt hat und einfach in allen Belangen einfach klasse war. Also wieder mal hieß es so, Shooter auf Konsole, weiß ich nicht. Halo ist ein perfekter Konsolenshooter. Man merkt halt auch, dass es für die Konsole entwickelt war. Es hat so viel gemacht. Ich glaube, Halo hat gar nicht mal so viele Elemente an sich erfunden, aber ähnlich wie Apple das macht, die nehmen Sachen, die es schon gibt und verknüpfen das zusammen zu einem Gesamtprodukt, das einfach in sich komplett stimmig ist. Man kann Halo halt in zwei Sparten einteilen. Es gibt einmal den Multiplayer-Part und es gibt die Kampagne. Ich fange jetzt mal mit der Kampagne an. Ja. Gerade da hat mich einfach total begeistert, dass sie... es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, ich mit Halo kann ich echt nichts anfangen. Diese Grunts, diese Lasergeschosse und so. Weißt du, ich habe meinen Bruder, der kann es einfach überhaupt nicht leiden. Wenn jemand das einfach nicht gefällt, dann hat er schon mit dem ganzen Spiel ein Problem. Aber gerade das Gameplay hat mich so umgehauen. Also mit dem Warthog fahren, aussteigen, Granate werfen und so. Ich meine, das sind so Sachen, die mir damals aufgefallen ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das war auch das erste Spiel, wo du mit dem Knopfdruck eine Granate geworfen hast. Richtig. Vorher musstest du Granaten ja immer im Waffenmenü separat auswählen. Und richtig. Das war das erste Spiel, wo du ganz unabhängig davon, was du für eine Waffe hältst, du drückst einfach die, glaube ich, linke Schultertaste auf dem Controller und der wirft eine Granate so. Was geht? Ja, das klingt so banal, aber das war damals ein Novum. Ja, wir reden ja halt um den Fortschritt der Ego-Shooter, die Evolution der Ego-Shooter. Und Halo hat da so viel beigesteuert. Nicht nur die Granaten, der Granatenwurf, das Schild, ne, das sich immer wieder auflädt. Ganz andere Spieldynamik, ja. Ja, ganz, ganz anders Spielverhalten und so. Gerade auch das mit dem Warthog, dass du halt einsteigst. Und ich fand die Warthog-Steuerung, oder Warthog, wie nennt man das? Warthog. Hat sich super gesteuert, war sehr geil. Flüssig. Also ich kann alles in dem Spiel echt nur loben und ich freue mich auf das Remake. Ja, also gerade weil wir ja auch dieses Jahr, ne, Anniversary, wir haben auch ein Halo-Jubiläum, deswegen werden wir speziell Halo nochmal in aller Ausführlichkeit dann besprechen. Deswegen müssen wir zum Glück heute nicht schon alles aufdröseln, weil Halo auch eine riesen Mythologie hat, was auch was Besonderes ist, ne? Aber ein paar Worte können wir, glaube ich, noch drüber verlieren. Also was ich noch vielleicht zusammenfassend sagen wollte, einfach was Halo so besonders gemacht hat, ist, das Gameplay ist einfach von vorn bis hinten rund. Ne? Du hast so nahtloses Ineinandergreifen von Laufen. Du hast eben keine Laufsequenzen und Fahrsequenzen und Verteidigungs- und Angriffssequenzen. Das war so ein Gefühl. Ich habe es das erste Mal im Koop gespielt bei einem Freund. Der konnte das Spiel schon etwas, weil er es schon durch hatte. Deswegen fühlte ich mich zum Glück auch so ein bisschen sicher und beschützt. Das war ganz gut, weil ich von Ego-Shootern noch nicht viel Ahnung hatte. Aber ich hatte echt so das Gefühl, ich bin jetzt so einer von vielen Soldaten und ich bin im Krieg. Und ja, das greift so alles eben nahtlos ineinander
ineinander über. Ja, und du weißt aber schon, dass das überhaupt nicht stimmt. Was? Ja, natürlich. Das ist das Gefühl, das mir das Spiel vermittelt hat. Also erstmal so dieser Übergang von Laufen, Fahren, von Schießen, Granatwerfen. Also rein vom Gameplay her war ein schöner Flow drin. So, natürlich gab es so gewisse Sequenzen und Abschnitte und alles. Du hast Checkpoints erreicht, dann kam das Landungsschiff der Allianz und dann haben ich meine, dich angegriffen. Das Argument, dass du eben einer von vielen warst. Du warst eben der Auserwählte, der eine. Natürlich, du warst. Ja, natürlich. Das war natürlich so, das hat man auch in dem Sinne gespürt, dass die Marines ja dich so erkannt haben. Ne? Und, er ist es und so Sachen. Klar, man war der Obermacker, ist schon richtig. Trotzdem hatte ich so dann echt mal das Gefühl, dass sich eine Welt dynamisch um mich rum bewegt und nicht eben so du von Raum zu Raum gehst. Ja, das verschießt und ja, so. Dass die Story sich nicht um dich dreht, sondern du bist ein Teil der Story. Richtig, danke. Das ist schön zusammengefasst. Meinen 5-Minuten-Monolog kann man rausschneiden. es war einfach super. Und das, was ich vorher immer kritisiert habe an Ego-Shootern, dass du alleine der einsame Held bist, der einfach alle Gegner kaputt schießt, das fand ich so klasse, dass du da die Marines hattest, mit denen du rumgelaufen bist, die sich mal mehr, mal weniger gut angestellt haben, aber ich habe gern versucht, die zu beschützen. Ich fand das immer super, wenn du in den Panzer eingestiegen bist und dann haben sich 4 Marines dazugesetzt und mit dir die Allianz abgeschossen oder dass du auch im Koop oder mit den Marines, einer ist beim Warthog aufs MG gestiegen und du bist mit denen zusammen rumgelaufen. Darum fand ich auch den nach dem Story-Twist im ersten Teil, wo du dann doch wieder alleine rumläufst, fand ich das Spiel dann nicht mehr so gut wie in der ersten Hälfte. Ja, aber wir sollten uns auch nicht so viel Worte drüber verlieren. Wir haben ja noch ein Ding. Ja, der Halo hat aber noch gar nichts dazu gesagt. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Ich habe Halo 1 auch nicht gespielt, muss ich sagen. Aber was ich halt dazu sagen kann, ist Halo 3. Ja, das ganz ja, Halo 3 kann ich eine Menge drüber erzählen, aber wenn wir mal über Halo ausführlich reden, wäre ich da gern wieder mal dabei. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag, Halo hat den First-Person-Shooter-Konsolen reif gemacht. Und zwar so wie nichts anderes. Ohne Halo hätten wir wahrscheinlich kein Call of Duty, da hätten wir kein Battlefield, so wie es gerade eben auf der Konsole ist. Hätten wir die ganzen anderen Konsolenspiele, hätten wir wahrscheinlich diese Steuerung und alles, hätten wir wahrscheinlich alles gar nicht. Also Halo hat da eine Menge mit eingeführt und da war auch eine ewig lange Entwicklungszeit dahinter. Ich habe das mit Halo verfolgt, von Anfang bis zum Release. Ich habe damals Spielezeitschrift gelesen. Das sollte für einen PC rauskommen und dann gab ein Publisher gewechselt und dann kam es irgendwann mal zu Microsoft und Microsoft gesagt, so, wir machen es dann für die neue Konsole exklusiv und dann wieder doch für Windows-PC und wieder ein anderes. Es sollte ursprünglich wieder hinter und sowas Apple kommen, ne? Das war, also Halo ging die ganze Zeit, es ging hin und her und hin und her und keiner wusste so richtig, kommt's raus, kommt's irgendwann raus und sowas und irgendwie muss man schon sagen, zum Glück ist es zu Microsoft gekommen, wer weiß, was sonst passiert wäre. Es ist auch interessant, wenn man überlegt, dass Halo eigentlich erstmal gar kein Shooter werden sollte, erst recht kein First-Person-Shooter, das war doch erstmal so fast schon MMO-like Welt erkunden, dann war es ein Third-Person-Shooter und es wurde dann erst zum First-Person-Shooter. Wenn man dann überlegt, wie oft das Spiel umgewälzt wurde, dass es dann trotzdem, obwohl es so eine lange Entwicklungszeit ewig, hat, ewige Jahre genau, in der Entwicklung ewig entwickelt, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kurz vor Schluss wurde es zum First-Person-Shooter gemacht und hat trotzdem das gesamte Genre umgekrempelt. Das ist schon interessant, ist eine Leistung. Das waren damals zwei große Sachen, an die ich mich erinnere. Das war einmal Halo und Loose Cannon, wenn sich noch jemand dran erinnert. Wahrscheinlich nicht. Aber das waren so die zwei Sachen, auf die jeder gewartet hat, weil sie schon ewig lange in der Entwicklung waren. Da hat noch keiner über Duke Nukem Forever oder sowas geredet. Das war immer Halo und Loose Cannon. Und alle beide Spiele sind dann irgendwann bei Microsoft gelandet. Und aus Halo ist tatsächlich was geworden, aus Loose Cannon nichts, aber es Loose hätte wahrscheinlich Cannon sowas. Loose Cannon kenne ich keinen. Loose Cannon, richtig. Es hätte sowas ähnliches wie GTA, glaube ich, werden sollen oder sowas. Okay. Muss man googeln, Loose Cannon. Ja. Halo hat so eine Riesenwelt, da kann man alleine darüber schon ewig lang reden, deswegen heben wir uns das dann für den anderen Jubiläums-Podcast dann auf. Ja. Halo, fantastisch, super, will ich spielen, bin immer noch nicht mit durch. Super, ja. Kacke. Wollen wir weiter? Dann sind wir nämlich natürlich im Jahr 2002 und sind bei Battlefield 1942, das ich vorhin schon mal angerissen habe. So, möchte ich sagen, ey, ohne Scheiß, ich bin ja bekanntlich nicht der größte Battlefield-Fan. Battlefield 3 ist mein erstes aktives Battlefield, was ich mir auch selbst gekauft habe und so. Aber 1942, das fand ich irgendwie noch richtig cool, weil das noch, ich weiß nicht warum, ich habe auch nur die Demo gespielt. Ich aber auch. Wake Island, ich habe glaube 2 oder 3 Wochen die Demo im Laden
Jahren mit meinem Nachbarn gespielt auf dem PC. Ich habe einen PC rübergebracht immer zu ihm und dann haben wir gespielt und immer nur zu zweit diese eine Insel, weißt du? Das war so eine Insel, die mit einer Brücke, war das, ne? Nee, das war nur Status auf dem Flugzeug. Aber das waren noch zwei Inselteile, die durch so eine kleine Brücke miteinander verbunden waren. Ja, richtig. Genau, und diese Demo haben wir zu zweit. Man muss sich vorstellen, Battlefield ist bekannt für diese 64 Spieler und jeder kann ein Flugzeug rein und hier und alles, was ich für ein Zeug. Und wir haben es zu zweit auf dieser großen Map gespielt und haben da wochenlang unseren Spaß gehabt. Das war großartig. Ja, also ich muss sagen, das, was ich damals halt sehr gerne gemacht habe bei Battlefield, dafür steht auch Battlefield einfach mal. Du bist halt ein Teil deines Teams und du musst deine Rolle finden. Und das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich habe sozusagen Battlefield gespielt, wie Leute GTA spielen. Ich habe einfach nur Scheiß gebaut. Ich habe am Spawn gewartet, bis das verdammte Flugzeug kam, eingestiegen und dann rumgeflogen. So, ich habe halt Spaß gehabt, ein bisschen so rumzueiern. Aber richtig das Spiel genossen habe ich jetzt nie, weil ich mag den Modus nicht mit den Flaggen einnehmen. Das ist allgemein so. Also es war schon, das mit den Flaggen fand ich eine ganz coole Sache. Es war was Neues und man musste eben, wie war das am Anfang auch mit Flaggen oder Territorien, die man einnehmen musste? Klar, waren oder Punkte, Gebiete. Du hast dann da Flaggen gehisst. Genau. Ja, wenn man bestimmte Zeit dann eben an diesem Punkt geblieben ist, dann ist da die Flagge eben hochgekommen von einem eigenen Team und dann konnten deine eigenen Teammates dort wieder respawnen und mussten nicht ganz am Anfang anfangen. Also man konnte so langsam sich wie in so einem Kriegsszenario etwas immer weiter vorarbeiten, weißt du, so schubweise so ein bisschen. Ne? Ja, richtig, das finde ich auch ziemlich cool. Dass es eben so geworden ist, dass du halt ein Kollektiv bist. Wenn du stirbst, dann verliert das ganze Team einen Punkt. Also das ist ja so mit diesem Respawn-Zahl. Du hast irgendwie 100 Punkte. Wenn ein Spieler 100 Mal stirbt, dann hat das ganze Team verloren. Ja, richtig, das finde ich halt cool gemacht. Also es hat schon Spaß gemacht zu gucken, okay, der Gegner hat noch 20 Mal die Möglichkeit, irgendwie zu respawnen. Okay, wir sind kurz davor, ihn wirklich zu plätten. Das fand ich wirklich eine coole Sache. Trotzdem hat mir das Spiel nie so getaugt, weil es einfach so. Ich fand's auch immer cool, wenn du jetzt gerade als Alleiniger dich irgendwie so also ich war immer so ein bisschen so der Schleicher, ne? Ich bin da immer so am Inselrand entlang geschlichen und hab dann versucht, so von hinten so irgend so einen unbewachten Spot zu erwischen und hab dann dort meine Flagge gehisst, mich ewig lang dort versteckt ist, weil wenn man dort ganz alleine ist, dann dauert das eben eine ganze Weile, bis diese Flagge dort eben gehisst wird. Ja. Ne? Und dann konnten auf einmal die ganz anderen Teammates, die gestorben sind, dort wieder respawnen und auf einmal hat man dann auch von zwei Fronten dann einen Gegner angreifen können und sowas. Also es war schon immer richtig geil. Man musste dann mal als Gegner aufpassen, dass der andere nicht die Spots einnimmt, die man selber hat. Man musste die auch ein bisschen verteidigen und schauen, dass man auch nach vorne kommt, um weitere Spots einzunehmen, weil wenn man dann den nächsten Spot eingenommen hat, konnten dann die nächsten Gegner dann wieder dort respawnen und konnten dann. Ja, das dreht sich im Kreis, aber das ist cool. das Problem, das ich mit Battlefield 1942 hatte, war die Soundkulisse und alles. Also es kam mir alles sehr, sehr still und lahm irgendwie vor. Also es hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Es hat mich nicht so reingezogen. Das Spiel war an sich jetzt relativ. Ich empfand es damals irgendwie als geräuscharm. Ich fand die Sounds der Waffen im Gegensatz zu Counter-Strike sehr unspektakulär. Und dann hattest du eben teilweise riesige Maps, wo du über lange Zeit so gar nichts an Soundkulisse wahrgenommen hast. Das hat mich so eingeschläfert irgendwie. Ich empfand das dann warst du da, dann hast du so gehört so, dann warst du irgendwie tot und dann ist das Spiel sofort wieder raus. Ja, das ist das ist nämlich der Punkt, dass das bemängeln eben die Gegner, das habe ich auch, bemängel ich selber auch, weil ich halt immer einfach ein bisschen so Spaß haben will. Und bei Battlefield geht's halt darum, dass du halt auch mal 2 Minuten alleine dann in den Jeep steigst, du fährst halt zur Action hin und bist tot. Und das ist natürlich irgendwie demotivierend, aber gerade da ist es so, das ist halt eine andere Art von Spiel. Das ist halt ein bisschen, wie gesagt, du bist jetzt nicht der Frontkämpfer, der die Gegner ausschaltet, sondern die Gegner sind eigentlich sozusagen deine Hindernisse. Du musst Punkte sammeln und das ist das Wesentliche. Das mit dem Jeep, da fällt mir eine schöne Anekdote an, wie ein guter Freund von mir seinen Einstieg in Battlefield gefunden hat. LAN-Party
Er hat Battlefield 1942 sich neu geholt, zum ersten Mal installiert, alle spielen schon, er wartet dann noch ewig drauf, weil das sich gezogen hat und dann endlich ist er fertig. Er loggt sich ein, also er kommt auf den Server, spawnt und noch bevor er irgendwas machen kann, dreht er sich um und wird vom Panzer überfahren. Das war sein Einstand in Battlefield 1942, sagt er, okay, das fängt super an, mit der Serie werde ich wohl nicht warm. Inzwischen Level 50 hockt er zu Hause. Eben das auch mit den Panzern. Du kannst machen, was man du hat willst. Unglaublich viele Sachen gehabt. Die Panzerflugzeuge. Gab es auch einen Helikopter? Ja, wer ist beim ersten, zweiten und dritten Mal nicht mit dem Helikopter? Jeder. Du bist eingestiegen, wusste ich, was du nicht tun. Fällst nach hinten und landest auf dem Kopf. Also so ist es jedem ergangen, glaube ich. So war's, man musste das, glaube ich, mit der Maus steuern, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das Pfeiltasten auch. Also es war sehr anspruchsvoll. Es war echt sehr anspruchsvoll, aber es gab dann so ein paar Cracks, die mit dem Helikopter umgehen konnten und die haben halt immer das ganze Schlachtfeld so bereinigt. Die haben auch meinen, und ich glaube, aller Leute Respekt genossen, wenn die wirklich gut mit dem Helikopter umgehen konnten. Das war das war krass. Ich persönlich wenn überhaupt ich Battlefield 1942 gespielt habe, dann habe ich Desert Combat gespielt. Ja, es gibt halt viele, also es gibt auch dieses 2152 oder so, oder 42. Es gibt jede Menge Battlefield, aber ich glaube, unter den Battlefield-Fans ist der größte und der beste Teil Battlefield 2. Ich glaube, das ist so Bug der... 2, oder? Ja, hab ich auch schon gehört, dass das irgendwie total verbuggt sein soll. Aber wenn es gerade darum geht, was hat die Fans am meisten irgendwie von der Serie überzeugt? Ich kann auch nur mutmaßen. Ich kenne mich selber nicht so gut aus, aber ich glaube, es ist Battlefield 2. Aber das habe ich auch zum Beispiel nie gespielt, weil mich Battlefield einfach... War das so, Ort? Battlefield 2 hat leider auch nie gespielt, aber ich habe letztens doch mit dem Jan, ich weiß nicht, ob da einer von euch dabei war, Jan ist ein riesengroßer Battlefield-Fan und für ihn, er ist ja auch irgendwie... kennt sich da sehr gut aus und hat gemeint, Battlefield 2 ist einfach das, was Leute unter Battlefield verstehen. Ne? Auch ein Kumpel von mir hier in Regensburg, der auch hat auch ESL gespielt, der schwört auf Battlefield 2. Das ist einfach, kurz gesagt, das ist taktisch gesehen 64-Mann-Schlachten, jeder hat seine Rolle, das ist einfach der pure Wahnsinn. Aber ich werde nicht mit dieser Serie warm, gerade erst mit Battlefield 3 steige ich es langsam ein, finde es auch ganz geil eigentlich. Aber da hat sich eben, glaube ich, auch viel getan. Also wie gesagt, ich fand einfach den Sound im ersten Teil sehr minimalistisch. Ja, aber jetzt Battlefield 3 ist Atmosphäre, der bombastischste Sound, den ich kenne. Ja, eben. Also die Atmosphäre, ne, da sind wir wieder dabei, wie sehr Sound die Atmosphäre prägt. Ich habe auch Battlefield 3 Videos gesehen und dachte mir so, okay, da kann man einsteigen und sich wirklich so in dieser Welt jetzt fühlen. Ja. Mhm. In welchem Jahr sind wir jetzt denn gerade? Jetzt wären wir bei 2003 und damit bei Call of Duty. Ich habe da nämlich noch etwas, was wir vergessen haben. Ich weiß auch nicht, ob wir dann darüber reden. Call of Duty auf. Moment, nehme ich noch Operation Flashpoint. Ach, natürlich. Ey, gut, dass du das sagst, Alter. Aber also, Moment, jetzt bin ich aber nochmal am Überlegen, war das Third Person oder First Person? Nein, es war auf jeden Fall First Person. Man konnte aber auch in Third Person umschalten, oder? Nein, oder? Weiß ich gerade jetzt nicht. Aber okay. Operation Flashpoint, das war Taktik-Shooter, ne? Das ist die Simulation. Ja, man muss musst du vorstellen, man muss sich hinlegen, man muss abwarten, man muss wirklich, jeder Schuss könnte ein tödlicher Treffer sein. Und ich weiß noch, dass ich damals total geflasht war, dass ich einen Gegner aus der Entfernung gesehen habe. Das war schon von der Weitläufigkeit super krass. Und hast du schon 500 Meter weiter gesehen oder sowas? Ne? Und dann, ja, genau. Das war halt, du hast hinten so zum Beispiel irgendwelchen Jeeps gesehen und dachtest, fuck, nein. Und das war halt auch ganz ruhig, keine richtigen Sequenzen. Also du bist manchmal echt 5 Minuten lang erst irgendwo im Gras und im Wald entlang gelaufen, um erstmal Richtung Schlachtfeld überhaupt zu kommen, weißt du? Und musstest da schon drauf achten, ob sich irgendwo vielleicht doch jemand versteckt, ein Sniper oder sowas. Ja, und das ist halt einfach so... Warst ganz, ganz vorsichtig. Und gerade da, wo ich... Weißt du, du siehst halt jemanden und schießt halt ganz, ganz leichte Salven. Weißt du, diese... Damals war... Weißt du, so Magazin der nächstes, weißt du, und da war wirklich ganz, ganz vorsichtig und dann hast du wirklich denjenigen umfallen sehen, der rennt weg und so, du hattest wirklich auch teilweise echt Angst, dass du halt entdeckt wirst oder dass halt viele Gegner kommen, weil das Spiel einfach sau schwer war. Aber es war super, für so das Genre. Realistisch war das. Ja, genau. Du bist irgendwo hingegangen. Ich weiß noch, du konntest dann zu deinen Teamkameraden gehen und mit denen auch noch interagieren. So, du hast denen dann quasi, die haben auch mit dir interagiert, die haben mit dir geredet, haben gesagt, hey, ich lade jetzt nach und haben dich dabei wirklich auch angeguckt oder wenn es dann irgendwelche Teambesprechungen gab oder sowas. Und du konntest dann auch zu den Leuten hingehen und Munition anfordern oder sagen, hey, kann ich mal diese und diese
diese Waffe mal von dir haben oder sowas, ne? Oder sagen, hier da drüben, da ist einer. Also war richtig cool. Da ist auch sehr viel Team mit dabei gewesen, aber ja, ich weiß nicht, ob dir das so gefallen würde, weil du stehst ja sehr aufs Zaun und sowas. Das ist sehr, für ein Kriegsspiel ist es sehr, sehr ruhig. Ja, sehr ruhig. Also du bist halt einfach es ist halt nicht Call of Duty um dich herum, wird gerade ein Riesenangriff gestanden. Es gibt keine Explosion. Ja, es gibt keine Explosion. Es ist halt einfach zum Beispiel ein Dorf. Du musst es infiltrieren, also zumindest irgendwie die Terroristen da rausjagen. Und es ist halt Vorbereitung, rein, zack, zack, zack. Und es ist auch nicht viel Pum-Pum, es ist wirklich so, da links einer, weißt du, und dann war die Sache vorbei. Also. Ja, ich bin jetzt, das sollte man das verstehen, ich bin jetzt niemand, der den Bombast braucht, also so wie Modern Warfare-Style oder so. Aber ich mag es auf jeden Fall, wenn man so gut mit den Teamkollegen interagieren kann, wie ihr das jetzt beschreibt. Das finde ich immer, es trägt super zur Atmosphäre bei. Das ist alles sehr, 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 sehr steril und sauber auch gewesen, wenn man sich zum Beispiel auch das Menü und sowas angeguckt hat. Das war alles so in so einem ganz, ganz einfachen Stil gehalten, weißt du? Mhm. Und also die Mission musst du dir in etwa so vorstellen, da hieß es gab erstmal so eine Besprechung und die Leute, die haben auch Namen gehabt, deine Kollegen haben Namen gehabt, die haben irgendwelche Ränge gehabt und sowas, weißt du? Die hast du dann auch später gesehen. In dieser Mission ist der gefallen mit diesem Rang und sowas und die haben dann auch Geschichten gehabt, wo sie dann miteinander auch drüber geredet haben. Du warst bis mal 5 Minuten auf dem Laster hinten drauf gewesen und hast zugehört, wie die Leute sich unterhalten haben. Der eine hat seine Frau zu Hause gelassen und der andere hat hier was und allen macht es überhaupt keinen Spaß, hier gerade eben zu sein. Und dann heißt es so, jetzt sind wir hier und das Dorf ist 2 Kilometer in diese Richtung. John, du gehst in diese Richtung, der geht in diese Richtung und so weiter. Und dann bist du erstmal etwas, ich sag mal so eine Standardmission, du bist etwas weiter oben auf einem Hügel und dann siehst du unten dieses Dorf und siehst da 3, 4, 5, 6 Wachen. Dann siehst du vielleicht mal einen Jeep hinfahren oder sowas. Und dann musst du schon aus der Entfernung denken, okay, jetzt schalte ich mal den hier aus oder den hier, der sieht den hier nicht, so ein bisschen Kommando-Style. Und dann hast du eben von außen so die Wachen ein bisschen so ausgeschaltet und dann hast du natürlich darauf achten müssen, dass die Gegner dich nicht sehen, dass sie nicht sehen, okay, der eine hat den hier jetzt totgeschossen, der hockt da oben auf dem Hügel und da gucken wir jetzt, wann der jetzt in unsere Richtung kommt, weil dann bist du nämlich geliefert, dann bist du ruckzuck, bist du dann tot, 2 Schüsse, bist du dann Arsch. Und dann gehst du in das Dorf rein, das ist vielleicht noch 2, 3 PC. Das war nur PC. Die Nachfolgetitel übrigens, waren alle scheiße. Dragon Rising und Red River. Also versucht irgendwie das Ganze ein bisschen leichter zu machen, aber war sehr anspruchsvoll. Also es war nichts für Shooter-Einsteiger oder nee, so. Das war sehr anspruchsvoll und auch wirklich die komplette Simulation. Also das war das Gran Turismo der Ego-Shooter, wenn ich gerade bei Mario Kart war. Das ist ein komplett Gegenteil von Serious Sam. Genau, richtig, ja. Klingt trotzdem irgendwie interessant. Ich hätte jetzt schon Lust, das mal auszuprobieren. Ich hatte auch einen super genialen Editor. Ich glaube, der Jan hat, glaube ich, mal eine Map gemacht. Da war er, glaube ich, unter den Top 20 der Meister gedownloadeten und so. Der hat dann wirklich eine Mission selbst gestaltet. Man konnte selbst Missionen gestalten. Und da hat auch super, es gibt wirklich viele Leute, die total drin aufgegangen sind. War wahnsinnig gut. Von Tschechen übrigens entwickelt. Das war von unserem tschechischen Entwicklerstudio und das war das erste Mal, dass die überhaupt ein Spiel entwickelt haben. Ein ganz neues Studio, die haben was ganz Neues probiert und waren damit echt einen Volltreffer geleitet damals. Ja. Wahrscheinlich nie wieder daran angeknüpft. Richtig, ja. Wie das so ist. Von Bohemia Interactive und Publisher war dann Codemaster. Genau, Spieleentwickler in Prag. Die haben Operation Flashpoint gemacht und dann also die ganzen 4, 5 Teile, dann noch Arma haben sie gemacht und den Rest habe ich schon nie was von gehört. Okay. Sollen wir dann jetzt zu Call of Duty kommen? Ja. Kann ich nämlich zum ersten Mal, außer jetzt vielleicht bei Halo, richtig mitreden, denn 2003, das war der erste PC-Ego-Shooter, den ich auch wirklich aktiv von vorn bis hinten durchgespielt habe. Okay. Warum? Davor war ich halt irgendwie nicht so in dem Genre drin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal kurz auf Half-Life zurückgucken, ich sehe, was das Spiel alles fürs Genre getan hat, was das für eine Revolution war und alles. Aber wenn du dich in dem Genre ab und zu überhaupt nicht auskennst und das alles nicht weißt, dann weißt du auch diese Innovation ja nicht zu schätzen. Und für mich, ich habe halt drauf geguckt, habe
Half-Life gesehen, sage ich, sieht irgendwie, gefällt mir nicht so. Es war ja auch sehr düster und dreckig und irgendwie so. Und damals war ich so eine reine Frohnatur. Es war nichts für mich. da habe ich nur wieder gesehen, ach, du bist wieder alleine und schlägst jetzt mit einer Brechstange Gegner zu Klump. Also es hat mich halt nicht angesprochen, weil ich eben auch keine Ahnung hatte davon. Aber dann habe ich halt 2003 Call of Duty mal ausprobiert und das fand ich sensationell damals. Also die ersten Missionen, wenn du dann da über der Normandie landest, ne, in der Normandie, und da überall hörst du die Artillerie, du hörst Luftabwehrgeschütze, du rennst mit deinen Soldaten, du musst die, glaube ich, irgendwie erstmal einsammeln, du läufst halt durch das Gebiet, siehst bereits tote Soldaten, also Fallschirmspringer, die da in den Bäumen hängen geblieben sind, sammelst deine Leute zusammen und auch da hatte ich wieder das Gefühl am Anfang, dass du ein Soldat und diesmal wirklich ein Soldat, ein gewöhnlicher Soldat unter ganz vielen anderen bist und du nur gewinnen kannst, wenn du dich wirklich vernünftig mit deinen Leuten koordinierst und verhältst. Deswegen hat mich auch das Spiel wieder extrem genervt, als du später alleine mal eben so ein ganzes Schiff auseinander nimmst oder so. Mhm. Aber gerade die erste Mission fand ich sehr atmosphärisch und ich hatte echt das Gefühl, boah, du bist hier im Krieg und du musst höllisch aufpassen, was du tust. Ja, als Call of Duty kam, war es da auf jeden Fall erstmal der stärkste Konkurrent von Medal of Honor. Es war eigentlich, hat man gedacht, ja gut, das ist halt Call of Duty, das ist so wie Medal of Honor. Aber zuerst. So wie 1:1, man wusste nie genau, was man gerade gespielt hat. Es hatte wirklich ein paar Sachen, die waren einfach, finde ich, sehr, sehr toll in diesem Genre. Punkt Nummer 1. Die Akustik, also Call of Duty hat damals schon richtig gezeigt, wie richtige Explosion und mittendrin Gefühl kam. Zweitens, was der Raphael schon gesagt hat, mittendrin Gefühl, du hattest um dich herum wirklich die komplette Action, Krieg, Soldaten, die sterben und du bist mittendrin und die Akustik hat dich komplett aus den Socken gehauen. Das war schon wirklich. Und die dritte Sache, die mir gefallen hat, war der Charakterwechsel. Du hast mal einen Amerikaner gespielt, dann mal einen Russen, hattest manchmal Schleichpassagen, also so mit einem Snipergewehr, dann mal diese fette Panzer-Action. Also es hat ja irgendwie schon so ein bisschen so versucht. Das hat sie auch Call of Duty bis heute beibehalten, halt mehrere Seiten zu zeigen. Also ich fand es echt auch, also seit Teil 1 fand ich eigentlich jedes Call of Duty außer den dritten und natürlich heute auch ein paar neuere, richtig geil. Also das Spiel, also es gibt zwei Szenen, an die ich mich explizit erinnere, das ist also fast schon so Magic Moments, das war eben, glaube ich, das erste oder das zweite Level, ich glaube, das war das erste, wo du eben bei Nacht, du läufst da mit deinen Leuten durch so ein total zertrümmertes Feld, also du hast noch so diese halb eingerissenen Mauern, diese Fundamente, was mal Häuser waren, und du läufst da durch dieses Gebiet, das total zertrümmert ist, und dann hast du da diese Flugabwehrgeschütze, die da aus allen Rohren feuern. Und du mit deinen Leuten musst dann da dich irgendwie so durch diese kaputten Häuser winden, dass du diese Abwehrgeschütze erreichst, die Gegner überwältigst und dann mit C4 hochjagst. Und die Mission, das war so atmosphärisch. Und der andere Magic Moment war ein Taglevel. Da hast du, glaube ich, bei so einer Kirche angehalten und dann kam gerade so ein Panzer vorbeigefahren und du musstest erstmal die Bodentruppen auseinandernehmen und dann sind deine Kollegen zu zweit oder zu dritt auf den Panzer gestiegen, Klappe auf, Granate reingeworfen, Klappe zu und so den Panzer mal clean gemacht. Und das fand ich so geil alles, das griff auch so alles ineinander über und das war so, ich dachte so, Mann, Alter, also Krieg ist scheiße, aber hier fühlt sich's echt geil an, gerade dabei zu sein, so. Ja. Blöd das jetzt klingt. Ja, man muss ja einfach sagen, Call of Duty ist heutzutage der erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Also, ne gut, Mario ist ja auch noch dabei. Aber es ist halt ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel. Und wir können jetzt nicht einfach mal außer Acht lassen, dass natürlich jetzt auch hier Modern Warfare und sowas kam. Call of Duty war der erste von den beiden Kontrahenten, die halt den Weg in die Moderne gegangen sind. Da war ich total gespannt, so, okay, wie kriegen sie das hin? So, ja, das war irgendwie Weltkrieg. Und dann hauen sie da Modern Warfare raus und Modern Warfare war für mich einfach, also ich bin der Meinung, das ist in der heutigen modernen Zeit einfach der beste Ego-Shooter. Die Kampagne hat mich komplett umgerissen. Ich war total geflasht von vorn bis hinten. Jede Mission hat kein zusammengesetztes Spiel wie bei Halo, wo halt jede Mission auch Sinn macht. Aber die Mission ineinander, so selbst, war immer total super atmosphärisch und die vorgescripteten Events haben mich total umgehauen. Geil. Ja, geil. Ja, Rodriguez. Ja, dein Selbst dazu abpassen. Heute kann ich würde ja gerne nicht bei ohne Call of kontrovers zu sein, ne? Gott würde ja gerne bei Call of Duty was dazu sagen, allerdings
Keine Ahnung. Ich habe Multiplayer gespielt viel und ich erinnere mich nur noch an die ja auch die Szene in der Normandie, aber das war dann wohl Call of Duty 2, oder? Ja, das war 2, genau. Also beim ersten Teil, ehrlich gesagt, sind ja auch allgemein Call of Duty so deine Reihe. Ach so, oder? Allgemein, ja, allgemein zu Call of Duty kann ich sagen, ja, ich find's ganz cool, dass sie Medal of Honor so ein bisschen von der anderen Seite gezeigt haben. Nicht so dieses ruhige, dieses dreckige oder sowas, sondern dass sie einfach ja ein bisschen Mut bewiesen haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt nochmal dasselbe wie die, nur anders. Mhm. Kann man quasi ja so ausdrücken, ne? Mit Call of Duty kam dann eben auch diese ja, die haben ja auch diese zweite Weltkrieg Welle, sind sie auch mit drauf eingestiegen, da kam noch Brothers in Arms und weiß was der Geier, was da noch alles dann kam, alles was der zweiten Weltkrieg, war Brothers in Arms im zweiten Weltkrieg schon? Ja, 20. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber ja, und das war dann mit den weiteren Call of Duty Teilen kam das dann, wurde dann ein bisschen auf die Spitze getrieben und ich glaube der letzte Call of Duty Teil, weil Modern Warfare ist ja eigentlich eine eigene Reihe, ne? War dann Black Ops, richtig? Black Ops war in Vietnam. War da, gehört aber auch zu Call of Duty Reihe, richtig? Ja, klar, natürlich. Und nicht zur Modern Warfare Reihe, also. Nee, Moment, du checkst nicht das. Call of Duty ist alles, also Call of Duty gibt es... Ja, richtig, Call of Duty ist natürlich alles, aber es wird auch unterteilt zwischen Call of Duty und Call of Duty Modern Warfare, richtig? Ja, nee, also es gibt halt Modern Warfare, das ist ja das Infinity Ward Projekt und es gibt halt immer diese ganzen Projekte von Treyarch, das ist Call of Duty 3, Call of Duty World at War und Black Ops, das kann man sagen, sind eigenständige Spiele. Die haben eigentlich sozusagen in ihrer eigenen Serie noch eine eigene Serie gebaut, so kann man so sagen. Ja, richtig, so habe ich das ja auch gemeint. Das sind ja zwei unterschiedliche Serien mit demselben Anfangsnamen sozusagen, Call of Duty. Ja, genau. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Ja gut, dann die haben halt ja viel Explosionen, viel Bum-Bum, viel Action und sowas, haben eben das Michael Bay des Kinos auf die Heimkonsolen gebracht. Eben, und kriegen natürlich schon eine harte Aussage. Ja, ist ja, es ist auch so. Sie wollen ja auch ganz explizit einen Action. Und Michael Bay geht jetzt einen Schritt weiter mit Need for Speed the Run. Und sie wollen halt einfach einen Actionfilm machen. Sie wollen The Rock, Der Film mit Nicolas Cage als Spiel halt konzipieren. Und das feiern sie halt die ganze Zeit in Modern Warfare. Und das macht jetzt auch Treyarch mit Black Ops und so. Also aus dem Call of Duty 1 und 2 ist nicht mehr viel drin. Also das ist jetzt wieder mal was anderes. Nee, es ist völlig anderes. 1 und 2 waren so quasi wieder eigenständig. Also 1 und 2 waren sich mega ähnlich. Da hat man schon gedacht, das ist eben so diese zweite Weltkriegsreihe, wo dann eben so Geschichten erzählt werden. Aber ja, Call of Duty geht sehr auch mit die ganze Reihe ein bisschen so mit dem Trend. Wenn der Zweite Weltkrieg dann nicht mehr in ist, dann machen sie eben was anderes. Wenn in 5 Jahren der Zweite Weltkrieg wieder in ist, ich schwör's euch, dann läuft wieder Zweiter Weltkrieg in Call of Duty. Ja, wer weiß. Weiter. 2004, Far Cry. Ja, hat die ganze Welt gefeiert. Es hatte eine sensationelle KI, also die war wirklich... hat mich auch aus dem Socken gehauen, also wirklich dann, keine Ahnung, du hast geschossen und von hinten, von 2 Kilometern Entfernung, hast du schon gesehen, wie die Leute, die Soldaten ins Boot steigen und zu dir herfahren. Also das war schon wirklich so, wow, bedrückend teilweise. Eine unfassbar fantastische Grafik, Weitsicht, super Tropenstimmung. Crytek halt, ne? Ja, Crytek halt. Aber meiner Meinung nach ich habe mit einer Sache überhaupt nichts anfangen können. Fängt an als normaler Shooter mit normalen Gegnern, also ganz Gegner halt als Menschen, ja, Soldaten, und wurde dann mitten im Spiel zu einem mutanten Alien, dumme, stupide, primitive Gegner, die auf dich zurennen, Baller-Action. Das hat mich total gestört. Das war auch das, so, was ich gehört habe, so plötzlich kämpfst du irgendwie gegen so mutierte Affen, Klonen. Ja, ey, das war... Ich kann sowas nicht leiden. Entscheidet euch für eine Linie oder lasst es. Also wie war das denn? Ich habe da mal, glaube ich, Jetiwin von dir war es, glaube ich, mal, oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Far Cry war, dass sie diese Engine eigentlich entwickelt haben zum für Benchmarks und um die Engine zu verkaufen, ne? Das weiß ich, das habe ich nicht erzählt, aber ich weiß nicht. Dann haben sie daraus dann tatsächlich ein Spiel rausgemacht. Und es sieht ja auch super aus, aber storytechnisch hat es mich überhaupt nicht überzeugt. Und allein das Gameplay hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Es hatte halt was, dass du frei warst. Du konntest
oben einen Berg entlang laufen oder du konntest unten am Strand entlang laufen. Das war dir frei überlassen, wie du jetzt zum Beispiel in die Basis eindringst. Aber das hat mich jetzt persönlich nicht so krass gepackt. Also da bin ich dann so doch eher der Linear-Typ. So. Ja, man muss auch sagen, weiß ich nicht, wie hat sich denn die Serie weiterentwickelt? Nach dem ersten Teil ging es doch an Ubisoft über, oder? Ja, und dann wurde das Spiel noch viel schlimmer, weil Far Cry 2, ich bin froh, Gegner dass wir respawn. Gegner respawn. Die schlimmste Erfindung. Stelle vor, das ist dumm, aber du spielst ein Rennspiel und am Ende wird die, es wird einfach die, du siehst die Zielgerade, aber die Zielgerade geht einfach, läuft von dir weg. Ich will nicht. So super, muss ich das, super Beispiel, ohne Scheiß. Ja. Das wird mal einrahmen, weißt du? So. Ich finde es einfach, dieses Spiel hat sich gezogen, es war ein, also Far Cry 2 in Afrika, super Atmosphäre, toll inszeniert. Schöne Stimmung, das war's. Tja, die Atmosphäre und Stimmung kann dann eben doch nicht alles. Nee, also um Gottes Willen, da hat sich einfach, viele versuchen mich das vorne zu überzeugen, ja, aber hier hast du auch ein Spiel, wo du wirklich als Mensch auch irgendwie interagieren kannst, dass du auch wirklich alles aus der Ego-Perspektive machst und nicht das Gefühl hast, als ob du eine Rolle spielst. Ey, tut mir leid, was habt ihr gespielt, Leute? Was habt ihr gespielt? Far Cry 2 ist die größte Ego-Shooter-Enttäuschung, die ich, glaube ich, je hatte. Also das war wirklich der reinste Scheiß. Klares Statement. Ja. Mails an. Aber ich glaube, du stehst gar nicht allein damit da. Also es gibt natürlich Leute, die das Spiel feiern, aber eben selbst ich, der jetzt bei Ego-Shooter nicht so versiert ist, das Einzige, was ich über Far Cry 2 immer so, was mir sofort... Was machst du da? Sag ich nicht. Du bist ganz laut am Atmen und am Trinken und sowas. Ja, und ja. Ja, also was mir sofort in den Kopf kommt, Far Cry 2, jede Menge Leute haben sich darüber abgefuckt, über den Gegner-Respawn und alles Mögliche. Ja. Muss halt was dran sein, ne? Das ist egal, wir wollen auch nicht zu lange darüber reden, das wäre, glaube ich, dann eine Far Cry 2 Hatercast. Wir haben ja Half-Life eigentlich schon jetzt besprochen. 2004 kam ja auch der zweite Teil. Wollen wir den auch nochmal gesondert besprechen? Wir müssten, weil dieses Spiel ist so gut. Also was mir da super gefallen hat, ist, dass die, da habe ich den Fortschritt der Physik-Engines richtig wahrgenommen. Also das wurde ja extrem gefeiert, ne? Das war wirklich, Rätsel wurden aufgebaut durch die Physik-Engine, dass du irgendwie Fässer ins Wasser schmeißt und dann halt durch die Physik wird Luft leichter als Wasser. Das heißt, das Fass wird nach oben und dann baust du dir eine Rampe. Das Spiel hatte Abwechslung en masse, halt mal mit diesem komischen Buggy rumfahren, da mit dem Boot rumfahren, also jede Menge Action-Gruselsequenzen. Also es hatte eigentlich alles aus der Vergangenheit gepaart in einer richtig guten, schönen, runden Spielmechanik. Ja. So kann man das sagen. Gab es da nicht die Gravity Gun zum ersten Mal? Oh ja, die war großartig. Die war, ich kann mich noch damals erinnern, wie ich zu Half-Life 2 kam. Das war war das bei Half-Life 2 so, dass ich mal bei einem Kumpel zu Besuch war und Half-Life 2 war noch nicht draußen. Das haben sie irgendwie wieder verschoben gehabt, weil das da ist irgendwie die Beta von Half-Life 2 aufgetaucht im Netz, so die halb kaputte Beta, die noch nicht fertig entwickelt wurde dann habe ich zu ihm gesagt, ja, Half-Life 2 kommt raus und hier und sowas, und hat er gesagt, ja, habe ich schon. Und ich so, ja, wie hast du schon? Hat er gesagt, ja, illegal hier aus dem Netz geladen und voll cool und schaust dir an. Und da habe ich das erste Mal diese Physik-Engine gesehen und mir sind die Augen aus den Augenhöhlen rausgefallen. Es hat einfach so Spaß gemacht, die Gravity Gun in der Hand zu haben und da sind ein paar Holzpaletten, Holzlatten und sowas und du schleuderst dann fast dagegen und wie das alles sich physikalisch genau berechnet und so, das war was ganz Großes, das gab es davor noch nie, das war immer so ein bisschen, also ansatzweise hat man immer gesagt, ja gut, Sachen schwimmen im Wasser und fertig, weißt du, das war die große Physik-Engine vor Half-Life 2 und Half-Life 2 hat eben damit etwas eingeführt, das bis heute eigentlich sich heute zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Wir haben damals eine riesengroße Sache damit in Lauf gesetzt. Also es war wieder Half-Life 1 und Half-Life 2 sind zwei der größten Meilensteine in der Videospielgeschichte. Und wer weiß, was sie sich für Half-Life 3 entwickeln, weil wenn Half-Life 3 rauskommt, wird das mit Sicherheit nicht rauskommen, bevor sie wieder einen Meilenstein setzen möchten. Also. Ja, das ist ja ein Reizthema. Ne? Viele verlieren langsam schon die Hoffnung, dass überhaupt noch ein Half-Life 3 kommt.
Oder es kommt. Steht nicht noch Episode 3 von Teil 2 noch aus? Ja, irgendwie deswegen weiß man ja auch nicht so, ja, soll man sich auf Half-Life 3 freuen oder freut man sich jetzt auf eine neue Episode? Das ist ja auch irgendwie lächerlich, ne? Das ist ja nur so ein kleiner Abschnitt einer Geschichte. Was soll denn das? Warum legen die das denn so auf Eis? So, aber keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Die haben halt einfach nicht so Bock drauf und wenn sie sollen sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen, denn dann kommt halt mal ein Half-Life 2 und regiert einfach mal komplett das ego-shoot Genre. Ja, nicht, dass wir irgendwie irgendwann so auf dem Totenbett liegen och. Und dann so 5 Minuten, bevor du stirbst, so Half-Life 3 ist draußen und denkst so, verdammt! Ja, das könnte vorkommen. Die lassen sich da auch Zeit, aber finde ich gut, weil wenn Valve einen Half-Life rausbringt, dann nur als Videospiel-Meilenstein. Ja. Alles andere wäre schon... Ja, aber was will man jetzt noch groß erfinden? Ja, wobei, das hat man sich wahrscheinlich früher auch immer gedacht. Ne? Aber genau, das hat man sich früher auch immer gedacht. Interessant finde ich so, dass die Entwicklung, so wie ich das empfinde, wieder zurückgeht, weil du heute Ego-Shooter hast, die längst nicht mehr so viel Physik im Spiel haben wie Half-Life 2 damals. Ja, allein diese Gravity Gun, auf die Idee zu kommen, eine Waffe auch so primär in den Fokus zu stellen, die aber auch nützlich, cool und alles in allem war, also in einem war, das kann auch nur Valve, also ganz ehrlich. Da kann id Software und Epic einpacken mit ihren Shooter-Sachen. Also wenn man das so hinkriegt, wie die das geschafft haben, bin ich total... Ich lese hier gerade, diese Physik-Engine, die bei Half-Life 2 benutzt wurde, die kam schon davor zum Einsatz, allerdings nicht so ausgeprägt, wie es in Half-Life 2 war. Nämlich in Max Payne 2. Okay. Hätte ich nicht gedacht, also dass das... da auch schon mit drin war. Ich kenne auch in Physik damals halt Physikvideo von Max Payne. Es gab auch einen Raum in Max Payne. Dieser Matrix-Raum, wo du da mit den Säulen und so? Nee, das war ein Raum, da gab es, das war halt so ein Lagerraum, da gab es eine Wippe, weißt du so, und es gab Dosen und du denkst dir, was machst du hier? Und eigentlich konntest du die Sachen umwerfen, aber damals war es halt natürlich... toll zu sehen, so krass, ich schieße jetzt auf die Dose und die fliegt halt so physikalisch richtig runter und so. Gibt es in der im Vergnügungspark, glaube ich, ist das, wer Max Payne 2 kennt. Aber damals bei Half-Life 2 wurde das erste Mal die Physik so richtig in die Handlung mit eingebaut. Das war ohne die Physik wäre das komplette Spiel nicht möglich gewesen. Das war komplett auf diese Physik aufgebaut. Ziemlich alle Rätsel diese ganzen Stellen, wo du manchmal nicht weiterkommen bist, weil du einfach erstmal mit der Gravity Gun da eine Latte holen musstest und die hier darüber über einen Abgrund legen musstest oder so. Das war einfach was völlig Neues. Ein Ego-Shooter, der mit der Physik gespielt hat und nicht mit irgendeinem Reflexen oder sonst irgendwie sowas. Ne? Hat das denn auch wirklich einen Impact gehabt? Also konntest du mit der Gravity Gun Gegenstände nehmen und gegen Gegner schleudern? Ja, und natürlich. Du konntest zum Beispiel, also auch Kisten, alles Mögliche gegenwerfen. Ich weiß noch, das ist diese Ravenholm. Das war diese Stadt, diese Gruselige. Da hattest du zum Beispiel so Sägeblätter und du wusstest ganz genau, Mann. Das war das Erste, was du gesagt hast, als du dort warst. Genau, jetzt gegen die Zombies oder gegen diese komischen Monster da durchschießen. Ja, ja. Das war super geil, ey. Ja, nicht schlecht. Ja, also ich habe das Spiel auch, ich habe es angefangen, aber ich bin stecken geblieben mittendrin. Ich bin halt nicht so der Ego-Shooter-Fan, es hat mich nicht gepackt. Ich wusste lohnt auch, sich also, lohnt sich bis ja, zum Ende. Ich hatte auch das Problem, dass ich in der Story nicht so drin war, weil ich den ersten nicht gespielt habe und mein erster Gedanke war, warum verfolgen mich jetzt diese schwarz maskierten Typen über die Häuserdächer? Ja. Und dann bin ich da rumgelaufen, dann war ich erstmal in diesem Labor oder was das war und dann bin ich durch die Tunnel abgehauen, wo dann an der Decke auch wieder diese komischen Glibbergegner mit dieser Schnur, die sie darunter die da haben. Und dann war ich in so einem Kanal oder so und musste dann halt mich vor den Typen verstecken und bis dahin habe ich einfach nichts gepeilt und das Gameplay war auch jetzt zumindest bis dahin auch noch nichts Spektakuläres für mich und da habe ich an der Stelle damals erstmal aufgehört. Ey, was ich auch bei Half-Life sagen muss, Warte mal, hier ist ein roter Faden weggeflogen. Ja, ich versuche gerade das zu finden, was ich sagen wollte. Genau, Half-Life 2 hat eine der grauenvollsten Synchronisationen, die ich je gehört habe. Also Gordon Freeman, wenn ich da jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wäre ich Millionär. Das Geilste ist wirklich, also ich liebe ja Barney, das ist dieser komische Typ, der einem hilft. Das ist der Wahnsinn. Gordon Freeman stellt sich in diesen Teleporter, sagt Barney so zu Dings,
Ja, Gordon, dann macht sich das physikalische Studium wirklich unbezahlt. So, die Betonung, so richtig scheiße. Das hat mich komplett aus der Atmosphäre gekickt. Ja, das ist aber schlimm. Das Mädel war toll, Alex. Alex, ja, ich bin Alex. Super sympathisch, Alter. Gar keine nervige Tour. Tolle Titten. Gar keine. Alter. Und ein klasse Hintern. Ja, ich mochte Dog. Ja, der war cool. Dog war Wahnsinn. Dog war auch eine Physikspielerei eigentlich an sich dann. Ja. Gut, haben wir Half-Life 2 durch, oder? Ja. Dann sind wir bei 2005, meinem kleinen Traumaspiel 4. Ich fand 4.1 grafisch sehr ansehnlich damals, das hat mich echt auch wirklich überzeugt. Ich fand das Spiel sehr cool, es ist halt ein lineares Spiel, es gefällt mir sehr gut und es ist halt einfach mal ein Gruselspiel gewesen. Sehr verstörend gewesen. Ja, ich hatte da zwar teilweise meine Probleme, weil nicht alle Schocker haben bei mir gezündet. Ich bin so ein bisschen anderer Gruselspiele gewohnt gewesen. Mhm. Aber gerade das halt, das Ganze so ganz viel mit Psycho und Geräuschen und Musik, die fast teilweise gar nicht stattgefunden hat. Aber das fand ich einfach cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war weniger so, dass du während rumgelaufen bist Angst gehabt hast, sondern dass es eben im Schocker. Spiel Schockmomente, so kleine oh Gott, ich erinnere mich, das war einer der ersten Schockmomente im Spiel, wo du eine Leiter hochkletterst. Oh nein, du hast dich umgedreht und wenn du dann auf der Leiter warst, dann stand die... Das gab es zweimal. Einmal bist du eine Leiter runtergeklettert und dann stand die eben da, wenn du dich umgedreht hast, glaube ich. Und einmal, ich glaube, wenn es eine von den ersten paar Malen, du kletterst eine Leiter hoch und wenn du eine Leiter hochkletterst, dann siehst du erstmal geradeaus und dann fasst er eben noch diese letzte Stufe an und steigt so mit dem Fuß nach oben, dann guckt er für einen kurzen Moment auf den Boden und dann wieder hoch, ne? Und auf einmal steht die Alma da vor dir, zack! Also ich hab die Maus weggeworfen, scheiße. Ähnlichen Moment bei 4, aber allerdings bei einem dieser Add-ons, die leider nicht so gut waren, aber es gab einen Moment, da bin ich abgebrochen. Also ich Leiter runtergegangen, aber du siehst vor dir nicht eine Wand, sondern die war halt irgendwie mitten im Raum und du siehst halt irgendeine Gestalt, die geht hinter in so eine Ecke rein, in so eine Gasse. Du gehst halt hinterher natürlich, dann ist in der Gasse ist ein Fass mit einem Medipack, denkst du, ja okay, dann drehst du dich um und auf einmal steht er da. Steht vor dir und denkst du, oh mein Gott, du warst voll vertieft, so auch mit dem Medipack. Boah, dreh dich um, oh mein Gott! Es war wirklich Pause gemacht, oh mein Gott, warte mal ganz kurz, boah. Also ich total heftig. Aber diese Schocker, ich meine, das Spiel hatte aber auch eben zwei Gameplay-Elemente. Das war einmal das Shooter-Part mit einer super geilen KI, die hat super Hammer funktioniert. Und dann halt eben die Levels, die ohne Shooter waren, und das waren halt diese Psycho-Levels. Und wenn du das wusstest, dass jetzt ein Psycho-Level kam und du hast gemerkt, es kommt nur so komische, fast gar keine Gegner, dann wirst du nicht ballern, jetzt wirst du halt nur erschrecken. Das hat mich ein bisschen abgetönt. Da hast du recht. Also Schockermomente gab es unglaublich viele in diesem Spiel. Allerdings, wenn 50% der Schockermomente gezündet haben, dann war es schon echt gut. Also, ich bin nicht so geübt da drin. Also ich habe erst mit 18 selber mein erstes Gruselspiel gespielt. Und ich glaube, das war 4. Resident Evil war das gleiche Jahr auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich zuerst gespielt habe. Aber in jedem Fall hatte ich einfach zu wenig Übung. Und ich habe 4, ich habe 4 nicht durchgespielt. Ich fand es super geil. Zum ersten Mal haben mir die Shooter-Parts richtig Spaß gemacht. Ey, wie geil das war, die Gegner mit dem Bolzenschussgerät an die Wand zu nageln. Hammer. Ich fand das Setting cool. Ich fand die Story-Idee cool. Das hat auch gut angefangen. Du warst so direkt abgeholt. Und ein bisschen blöd fand ich so, oh, am Anfang hast du zwei Kollegen, oh, sofort tot, bist du alleine. Kennt man irgendwoher. Aber trotzdem fand ich das Spiel irgendwie cool. Ich erinnere mich an diese Szene, wo du in so einem Gang bist und hinter dir taucht Arma auf, alles fliegt in die Luft und du fliegst irgendwie aus dem Fenster raus, bist dann wieder wachgerüttelt irgendwann und so Sachen. Fand ich super geil alles, aber ich hab mir ging so derbe der Kackstift in diesem Spiel. Das war nicht auszuhalten. Das Schlimme war, ich hing leider irgendwann in einem Level fest. Ich wusste einfach nicht, wo ich hin muss. Das war ein Level, da startete man in einem Helikopter, ist in so einem Hochhaus, in so einem Bürogebäude, glaube ich, gelandet. Der Helikopter wurde natürlich abgeschossen, nachdem du ausgestiegen bist. Und das war das erste Level, wo diese Typen, diese Wandkrabbler da in den Tarnanzügen vorgekommen sind.
Und da habe ich mich komplett runtergekämpft und dann war ich in so einem Foyer und da habe ich nicht rausgefunden. Bestimmt ist das total einfach und ich, Idiot, habe es nur wieder nicht gerafft, aber da kam ich nicht weiter. Irgendwann musste ich dann meinen PC formatieren und beim zweiten Durchspielen war es viel schlimmer, weil dann hatte ich nur noch vage im Kopf, jetzt kommt doch gleich irgendwas. Und anstatt, dass ich mich spontan erschrecke, hatte ich schon im Vorfeld so viel Schiss, dass es noch schlimmer war. Bei 4 habe ich auch irgendwie so das Gefühl, ich habe halt natürlich damals ein Headset gespielt oder egal, auch 4.2 damals. Du läufst halt irgendwie die Gänge entlang und ich hatte dann irgendwie mich so tief in das Spiel verwachsen, dass ich auch Angst hatte, ich habe mich immer umgedreht. Ja, Mann. Ist da irgendwas? Und dann habe ich immer so die hinten diese Lichter gesehen und dachte mir, oh, schnell weg hier, Hat nicht auch das Funkgerät immer wieder geknistert, wenn was war oder so? Die Lampen, nein, aber da war auch was irgendwie. Manchmal sind doch die Lampen, haben sich plötzlich bewegt, sind an- und ausgegangen und dann hast du so gehört, das weiß ich noch ganz genau. Das wurde so einzeln eingestreut, zum Beispiel in so einer Lagerhalle warst du einmal. Könnt ihr mir nichts erzählen, das war so, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch immer umgesehen dann, ganz furchtbar. Ja, und ich lieg gerade eben, ja, muss ich sagen, im Bett, gerade eben mit geschlossenen Augen und ich hatte gerade eben Schiss, sie aufzumachen. Also, nee, das war echt Wahnsinn, ey. Also, wie gesagt, diese Szene in diesem Lüftungsschacht, wo ich Alt F4 gedrückt habe. und da war noch eine andere Stelle, wo ich mich derbe erschreckt habe. Da geht man durch einen Gang und ich glaube, das kommt sogar mehrfach vor, dass irgendwie die Kacheln von den Wänden runterfallen und so, aber plötzlich du bist, glaube ich, durch Blut gewartet und dann hat dich von hinten so eine komisch deformierte Gestalt verfolgt, die irgendwie, ich kann es nur noch aus Erinnerung rekonstruieren, aber das sah so aus, als wäre die Haut irgendwie abgeschmolzen und du läufst und läufst und läufst, ich drehe mich um, lauf um die Ecke und dann ist wieder direkt ein Viech vor mir und löst sich gerade vor mir auf oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe mich so oft erschreckt, dass ich dachte, okay, ein zweites Mal tust du es dir nicht an, obwohl ich es interessant fand. Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal spielen. Stimmt. Tu es aber nicht mit dem dritten Teil, denn das ist ein grausames Nee, wenn dann Teil 1. Also was aus der Serie geworden ist, finde ich auch sehr schade. Der zweite Teil hatte noch zumindest den Stil beibehalten, aber keiner hat es mehr. Der dritte Teil ist dann Military und es gibt auch ein paar Schockmomente vereinzelt. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal bis in so einem Kaufhaus Lagerhalle oder sowas. Ne? Mhm. Ich habe das auch mit Kopfhörern gespielt und wir haben ja diese 3D-Sound-Effekte da in 4 drin, ne? Dass man eben genau weiß, wenn man es denn mit Kopfhörern hört, mit Surround-Kopfhörern, kommt das jetzt von neben mir, kommt das jetzt von hinter mir, kommt das jetzt von vor mir oder sowas. Es wird eben ein bisschen damit gespielt. Also es gibt da so tatsächlich so 3D-Sachen, also kann man sich auf YouTube mal reinziehen, so 3D-Sound und sowas. Also es funktioniert tatsächlich. Und da weiß ich noch, da waren überall diese Fernseher und du bist da rumgelaufen und hast nur gewusst, gleich passiert irgendwas. Und im Hintergrund hast du eben die ganze Zeit diesen anderen Typen gehört. Wie heißt denn der? Fessel? Oder wie heißt denn der? Hilf mir, Yeti. Dieser Typ, den du da auch spielen kannst in 4.3. Vettel, genau. Den hast du da im Hintergrund daneben gehört, hat mit dir geredet, hat immer bla 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 gesagt und unsere Mutter und hier und so ein Zeug. Und auf einmal flüstert er dir richtig ins Ohr, weißt du, richtig laut, als ob er neben dir steht. Ich hab so einen kalten Schauer über den Rücken. Oh. So richtig, weißt du, der redet die ganze Zeit bla bla bla, als ob er irgendwo in der Lagerhalle ist, weil der kann sich ja, glaube ich, auch unsichtbar machen. Oder? Hey. Und auf einmal, als ob er dir ins Ohr flüstert, so richtig nebendran so, hey, und ich bin direkt neben dir. Dann drehst du dich doch automatisch in die Richtung so. Ey, das war so heftig, so ein kalter Schauer über den Rücken. Aber ich muss sagen, du bist doch hier die größte Pussy, also du solltest sowas überhaupt nicht spielen. Also du hast ja schon so bewiesen, dass du halt bei vielen anderen Dingen schon echt Assassin's Creed 2 die Katakomben. Ja, die waren auch gruselig. Halsmaul. Ey, ich bin so ein Schisser, da musst du jetzt nicht jetzt lachen. Also das musst du dir mal anhören. Ich hab's zwar schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Assassin's Creed 2, Katakomben, und da gibt's doch da kommt keine Musik, du bist ganz alleine, es ist teilweise dunkel. Es gibt zum Teil Katakomben, wo mit an den Wänden Totenköpfe und so ein Zeug sind. Also es war schon sehr dunkel und man muss, es ist auch ruhig und so ein Zeug. Ja, aber warte ab. Ja. Also, ist folgendes, ich spiele das so und weiß gerade nicht, komme ich hier jetzt hoch, kletter hier links entlang, hoch entlang und es ist mitten in der Nacht, 1 Uhr, 2 Uhr, stockdunkel und die Jalousien waren bei mir auf und auf einmal
ja, fängt auf einmal von hinten so ein Licht an zu leuchten, als ob es direkt hinter mir wäre. Fängt an zu leuchten und ich so, ach du Scheiße. Ich hab echt gedacht, was ist jetzt los? Ist da jetzt irgendwas hinter mir? Ist da irgendjemand? Ich bin im ersten Stock oben. Ich habe gedacht, leuchtet da gerade jemand zu mir zum Fenster rein? Scheiße, soll ich mich umdrehen oder sowas? Ich habe so einen Schiss bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du nicht. Ich habe mir schön in die Hosen gepisst. Weißt du, was passiert ist? Ich saß auf dem Sofa und habe mich irgendwie das Sofa so etwas weiter nach hinten geschoben, dass mein Stuhl, der ans Sofa gelehnt war, etwas weiter Richtung Schreibtisch geschoben hatte und das hat dann irgendwie mein Fahrradlicht ausgelöst, dass ich mein abnehmbares Fahrradlicht, das ich auf dem Schreibtisch irgendwo stehen hatte, ausgelöst und das hat dann so in so einem Intervall immer wieder so geleuchtet. Und das war's. Das war's. Und das ist einfach so auf einmal gewesen und hinter mir leuchtet auf einmal was und nicht so, fuck. Na gut, das ist auch gemein. Ey, ich hab gedacht, im nächsten Moment werde ich jetzt gleich von Aliens aufgefressen oder sowas. Also wirklich, ich hab so einen Bammel gehabt. Das war nicht mehr normal. Aber ja, da die Silent Hill-Geschichte kennt ja auch schon mittlerweile jeder. Ja, das ist so. Alter, ich bin echt zu Recht. Aber mir passieren auch solche Sachen. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ich erzähle die Silent Hill-Geschichte nochmal. Komm, scheiß drauf. Ich komm rein, nachts vom Arbeiten, 4 Uhr. Und ich habe auf dem Handy Radio gehört, also übers Handy. Und ich komme nach Hause, mach's Licht aus, höre dann gerade eben noch Radio laufen, leg dann mein Handy hin, habe den Lautsprecher dann angemacht, also dass ich halt ein bisschen Umgebungsgeräusche eben habe, ne, dass ich Radio gerade eben habe, wenn ich aufs Klo gehe oder sowas. Ne, leg's Handy hin und es rauscht total, weil es lag gerade an einer Stelle, wo eben kein Radiosignal war, ne? Ich mache in meinem Zimmer das Licht an und alle Halogenlampen, das sind 6, 7 Stück oder so bei mir, explodieren. Oh. Die explodieren einfach. Mann. Es ist stockdunkel, totale Stille und ich höre nur noch Radio rauschen. Oder? Ja, und ich sage immer wieder gerne. Ich habe auch gedacht, ich wäre tot. Ich sag das ja immer wieder gerne. Jeder normale Mensch hätte gesagt, fuck, die Birne ist wirklich, bis die Birne wächst und das Radio rauscht. Ich gehe mal eben das. Jeder normale Mensch hätte sich gedacht. Und jeder Gamer denkt sich, fuck, ich bin in Silent Hill. Wo sind diese Helden, weißt du? Jeder Gamer denkt, jeder normale Mensch sucht sich irgendwie, macht einen anderen Lichtschalter an als erstes oder holt Feuerzeug raus oder weiß ich was. Aber jeder, der Silent Hill gespielt hat, wird als erstes das Handy nehmen und das irgendwo hinlegen, wo es Empfang hat, weißt du? Irgendwo, wo das Radio nicht mehr rauscht. Das ist das Wichtigste. Was Schlimmeres gibt's nicht. Dunkel und Radio rauschen. Schlimmeres gibt's nicht. Gott, dass du noch lebst, ey. Ja, Wahnsinn. Ich wäre umgefallen. Wie kann das passieren, dass du in dein Zimmer reingehst und nachts um 4 das Licht anschaltest und alle Halogenlampen, die sind tatsächlich explodiert. Ich hatte über meinem Zimmer minimale kleine Glasscherben verstreut. Also tatsächlich sind alle komplett BÄM und es gab einen riesengroßen Knall und Radio-Rauschen. Wahnsinn. Oh Mann. Fantastisch. Ich glaube, wir sollten vielleicht das Genre Grusel-Shooter abschließen, oder? Ja, ja, das stimmt. Es gibt zwar noch einen Shooter, aber den will ich hier überhaupt nicht nennen. Also ein Grusel-Genre ist besser als 4, aber der ist leider beschlagen und das lasse ich lieber. Alles klar. Ja, wollen wir ich habe hier auch noch eine Sache, die wir vielleicht vergessen haben, wo wir vielleicht ein, zwei Sachen zu sagen können, nämlich No One Lives Forever. Richtig, das haben wir doch aufgeschrieben, Raphael. Ja, ich nicht. Kam 2000 bereits raus, also wir haben jetzt ist es ein Weitersprung zurück, ja. Ja, das aber man muss erwähnen, No One Lives Forever war das erste Mal eben so ein Spiel im Ego-Shooter-Bereich, das mehr so mit Spaß zu tun hatte. Du warst so eine Agentin wie Kate Archer und hast coole Gimmicks gehabt, du hast eine Haarklammer gehabt, die mit der du Schlösser aufmachen konntest, oder wie war das, ein Lippenstift, ein Explosiven oder sowas, ne? Und es war alles so ein bisschen im Austin Power Universum, so ein bisschen, ne? Und No One Lives Forever war großartig, es war mit der Half-Life Engine, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Es sah damals auch gut aus zu der Zeit. Heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so gut spielbar, nicht so gut gealtert. Natürlich nicht. Ja. Den zweiten Teil kann man immer noch spielen, glaube ich, finde ich. Der ist relativ gut gealtert, aber den ersten Teil nicht mehr. Aber es war damals auf jeden Fall was richtig Cooles. Es war ein lustiger Ego-Shooter, so wie er sein muss, mit Spannung, mit Agenten, mit Verfolgungsjagden und sowas. Also
großartig. Also No One Is Forever ist ein Spiel, das hat natürlich, wie du schon sagtest, einmal Witz in die Sache eingebracht. Es hat halt diese Gadgets gehabt, wo du wirklich dann einen Lippenstift irgendwie schießen konntest. Also wirklich abgefahrenes Zeugs. Und eine gute, spannende James-Bond-artige Geschichte. Also ich fand das Spiel auch super toll. Und Hammer-Charaktere auch, ne? Ja, also ein wirklich sehenswertes Spiel und gab es so zwei Teile und irgendwie den inoffiziellen Nachfolger oder Contract Jack oder so. Aber leider kam er nicht mehr. Also das finde ich sehr schade. So Austin Powers im Ego-Shooter-Genre so. Ja, machen gut, wir mal. Da haben wir nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Ich genau. Kann da leider absolut nichts zu sagen. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir springen dann direkt schon mal ins Jahr 2007, oder? Ja. Da ist nämlich, welches Spiel rausgekommen? Rises? Bioshock? Rises? Beide. Also Stalker, worüber ihr reden wollt. Oh, Stalker haben wir auch vergessen. Wann kam Prey? 2007? Nee, Stalker kam noch früher. Oder? Prey 2006 auch noch, ne? Prey 2006. Ja, ja, zu Prey kann man nicht viele Worte verlieren. Es war halt ein Hammer-Spiel, das sich scheiße verkauft. Ich finde, es war halt ein sehr lustiges Spiel. Es war vom Spielverhalten her mit dem Portal, mit dem an Decke laufen. Ja, ja. Ziemlich abgefahren Indianer, der von Aliens entführt wird. Hallo? Also, schon gibt's denn sowas? Von der Story her schon ist ziemlich strange. Als ob wir das nicht cool. Schon bei Turok gehabt hätten. Aber hattest du mit Turok Aliens? Dino-Alien. Ja, Dino ist aber auch so komische Monster zumindest. Ne? Ja, aber ja. Prey war super. Ich finde, Prey ist auch heute noch spielbar, die Grafik. Ja, ist sehr gut. Ja, ich will jetzt nicht sagen, aber 2006, ich meine, das sind 5 Jahre. Also wer jetzt ja. Schon sagt, Spiele, die vor 5 Jahren rausgekommen sind, kann man sich nicht mehr ansehen, der ist wirklich es gibt schon Spiele, die jetzt... Aber also das waren wahrscheinlich auch Spiele, die damals schon scheiße aussahen, als sie rauskamen. Aber Prey, finde ich, sieht heutzutage, wenn du es heute noch reinwirfst, aus wie ein aktuelles Spiel. Ne? Ja, nee. Es sieht du hast schon recht, es ist halt schon noch so, es ist ansehnlich, aber es ist auf jeden Fall spielbar. Ich finde, ich habe es auch gespielt auf dem PC, es war auf jeden Fall definitiv spielbar, kann ich mir so sagen. Ja, aber zu Prey, also ich freue mich auf Prey 2, mal gucken, was da kommt. Also Leute, wenn ihr irgendwo im Kaufhaus seid, man sieht es immer wieder in Kruschelkisten. Ich muss da immer weinen, es hat 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro für Prey. Leute, bitte greift zu, ihr macht damit keinen Fehler. Ja. Ich lese gerade, dass das Spiel erstmals 1995 angekündigt wurde. Das hat ja fast schon Duke Nukem Ausmaß. Echt? Krass. Ja. Prey war riesig. Da war auch so, irgend so ein bekannter Entwickler dahinter. War das nicht Warren? William Scarborough, oder? Nee, das war doch der Hauptprogrammierer, meine ich. Weiß nicht, ich dachte, da wäre... Ah nee, stopp, ich hab's gerade von Daikatana... Ich lese auch gerade, dass Prey für eine Vorführung bereits bei der E3 97 vorgestellt wurde. Ja, aber ist wohl, also es war am Anfang echt im Fokus von allen Leuten, kam dann irgendwann raus und ja, leider haben es dann viele aus den Augen verloren, obwohl das überall Bestbewertungen eingeheimst hatte. Keine Marketingkampagne mehr, das haben sie alle schon in den 10 Jahren davor verschossen. Das ist ganz Geld fürs Marketing. Genau. Das ist dann schon bitter, wenn kein Geld mehr fürs Spiel übrig bleibt. Bioshock? Genau, 2007 war ein krasses Jahr. Da kamen Stalker, Bioshock und Crysis raus. Sucht euch aus, worüber ihr zuerst reden wollt. Ich glaube, so der schnellste Ablauf ist Stalker. Ich habe es mal angefangen. Es ist ja so eine Art Open-World-Rollenspiel, First-Person-Shooter. Du hast halt Quests, die du annehmen kannst, hast Orte, wo du hinlaufen musst und dann halt ziemlich viel Ballerei, aber... Es hatte Bugs ohne Ende, Abstürze ohne Ende. Es hat mich auch von der Story her nicht gepackt. Es spielt halt mit Chernobyl. Du bist irgendwie so ein, keine Ahnung, Kämpfer für verschiedene Parteien. Aber es hat seine Fangemeinde, ich kann es auch verstehen, aber irgendwie hat es mich persönlich überhaupt nicht gereizt. Ein Freund von mir ist der übelste Stalker-Fanboy gewesen. Der hat nichts anderes gespielt, als es rauskam. Und der hat dann auch irgendwie alle möglichen Endings und hat da mir einen vorgeschwärmt. Während wir alle anderen so irgendwie entweder kein Interesse generell dran hatten, wie ich zum Beispiel. Ich habe es mal angespielt, es hat mich aber jetzt nicht so gecatcht irgendwie. Multiplayer mal angetestet und den fand ich ziemlich lahm. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Stalker ist so, dass er echt erstmal eine ganze Weile und einige Stunden investieren muss, dass du erstmal in der Welt überhaupt drin bist. Und wenn du dann in der Welt drin bist, dann findet man sie wahrscheinlich auch ganz toll. Aber da kann ich aus eigener Erfahrung...
Scheiß, wer hat das erfunden? Ja. Nee, aber wenn du da, ich glaube, mal drin bist, ich kann das aus eigener Erfahrung nicht sagen, weil ich das leider nicht gespielt habe, aber ja, es gibt Leute, die darauf schwören, die sagen, hammer geil, aber das sind dann die Leute, die das auch bis zum Erbrechen gespielt haben. Also ich kenne niemanden, der das mal durchgespielt hat einmal und dann sagt, das war super. Also, weiß ich nicht. Kenne ich keinen. Ich kenne auch nicht viele Leute. So. Ja, war's dann haben wir Bioshock. Ey, ich verstehe es nicht. Also klar, ich kann es auch Geschmackssache. Aber gerade dieses Spiel ist eigentlich von den Kritikern super hoch gelobt worden. Aber es gibt eigentlich, ich kriege eher mit, dass da eine ganze große Menge an Spielern überhaupt nicht mit warm wurden. Ich finde es echt nicht gut. Ich finde es mehr durchschnittlich. Die Story und sowas, also ich habe es auch erst vor kurzem mal wieder angefangen. Ich hatte das früher mal angefangen, bin damit nicht warm geworden, habe dann einfach aufgehört, vor kurzem dann wieder, oder was heißt vor kurzem, vor 2-3 Monaten mal wieder gespielt und dann hat mich die Story dann schon ein bisschen gepackt, aber das ist auch das Einzige, was mich an dem Spiel so packt. Die Atmosphäre und die Story und der Rest, die ganzen Plasmide, die Shooting-Szenen und die Gegner und alles, das war alles, ja, das hat mich überhaupt nicht gereicht. Ja, das einzige Coole war die Atmosphäre und die Story. Der Rest war 0,15. Ja, also Story auf jeden Fall, stimme ich dir vollends zu, die war super spannend und toll erzählt, auch tiefgründig. Wie viel wert ist es, auf viele Sachen zu verzichten und so. Also, nee, ist halt wirklich toll. Es war überraschend, also Rapture, ja, also Rapture war wirklich der Wahnsinn. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Eine Unterwasserstadt und so. Und alles ist natürlich kaputt. Das war so Aquanox. Es war teilweise, ja, aber Aquanox war halt ein Shooter, so ein ja. Weiß schon, U-Boot-Shooter. Ja, wie Forsaken. Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen gruselig gewesen. So Big Daddy's Little Sisters, super viele Ideen. Diese Frauen mit diesen Hakenhänden oder was das war, die fand ich scary. Wie hießen die Ninja-Frauen? Keine Ahnung. Aber gerade was du sagst, also es gibt auch ein paar Sachen, die mich an dem Spiel super gestört haben. Und zwar waren das die Shooter-Passagen. Also das mit den Plasmiden und den Waffen und so, das hat sich alles nicht knackig angefühlt. Das war irgendwie so ein bisschen so nervig. Ja, das haben viele Leute bis in die höchsten Töne gelobt, diese Plasmide und sowas. Ja, das hat mich nicht gestört. So, ich fand es auch nicht so toll. Mich hat das auch nicht gepackt. Aber was mich richtig gepackt hat bei dem Spiel, also wo ich wirklich sagen muss, deswegen kann man Bioshock nicht als reinen Shooter ansehen. Ich hatte wirklich die Motivation, in jede Mülleimer zu gucken, ob da Munition drin liegt, ob ich da irgendwas finde. Du hattest super viele Möglichkeiten, dich auszubauen, Sachen zu entdecken. So ein bisschen wie Fallout, ne? Ja, aber halt ein bisschen kleiner so. Ja, ich gehe mal auf die Toilette. Ja, okay. Dann kann ich die Gelegenheit nutzen. Also, okay, ich könnte jetzt kurz schildern, warum ich das Spiel nicht gut fand, aber vielleicht will man auch nicht jedes Spiel mit einem negativen Standing von mir beenden. Nee, also Bioshock hat definitiv seine Fans, hat definitiv überall fast durch die Reihe weg super Kritiken bekommen, kann man irgendwie auch verstehen, aber ich verstehe eben aus meiner eigenen Sicht auch Leute, die damit nicht warm werden und ich weiß, glaube auch, warum das so ist, dass sie da nicht warm werden. Ich fand, das hat sich nicht so rund gespielt. Also ich habe die PC-Version gespielt, vielleicht war die auch einfach scheiße portiert, aber ich finde, dass, also der Shooter-Teil, der hat sich, finde ich, nicht rund und nicht gut gespielt. Also jetzt, wo du sagst, das erste Mal, als ich es gespielt hatte, war es tatsächlich auch auf dem PC, wo ich scheiße fand und als ich es dann einigermaßen cool fand und sowas, war es dann wieder auf der Konsole, aber ich glaube nicht, dass es damit irgendwie zu tun hat. Das Schießen, das hat mir irgendwie so vom Gefühl her, ich kann eben auch nicht genau sagen, es gibt ja so viele kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen, damit ein Spiel sich so perfekt und flüssig spielt, wie jetzt zum Beispiel Half-Life oder Halo, aber ich habe mich irgendwie mit den Shooter-Passagen, mit der Mechanik, es hat sich nicht gut angefühlt. Und es hat mir wenig Spaß gemacht. Die Gegner fand ich auch irgendwie ein bisschen nervig, so von ihrer Art her. Und die Plasmide fand ich einfach mal so derbs unnötig. Ja, und dann es hatte viel mit Story zu tun, das mit den Plasmiden. Also ja, ich fand es aber einerseits, das ganze Plasmide, die Menüführung überhaupt hat mir nicht so vom Look her gefallen. Aber die Plasmide, da gab es so viele verschiedene, dass man durchsteigen musste. Aber ich fand es irgendwie alle gleichsam nervig und überflüssig. Also das fand ich aber auch cool, dass du irgendwo hingehen konntest und Passwide und so ein Zeug kaufen konntest, dass du Sachen gespart hast, damit du die anderen Sachen. Das fand ich schon cool. Diese Hack-Sequenzen fand ich aber auch irgendwie spielerisch nicht besonders wertvoll.
Ja, das war so dieses Pipe-Spiel da, ne? Mit ja, also irgendwie, so. Es gab da viele Sachen, die vielleicht einfach mir persönlich nicht so gefallen haben. Und Bioshock war eben das Pech, dass es eben viele Kleinigkeiten gab, viele, die mir nicht gefallen haben. Und dann ist das Spiel irgendwie nicht zu retten. Also ich weiß nicht, es war nicht meins. Obwohl ich auch diese generell die Idee dieser Unterwasserstadt cool finde, dagegen sage ich auch nichts. Und sollen die Leute das Spiel ja mögen? Ich denke mal, Bioshock kostet jetzt im Moment, das kriegst du glaube ich auch zwischen 5 und 10 Euro oder was, die ja, Teil, ne? Aber ich glaube, ist es ein Spiel vom Gefühl her. Ja, richtig, das ist auch so, finde ich. Also es spielt sich auf der Konsole auch richtig gut. Ich finde, wer Bioshock noch nicht gehabt hatte, ich werde das selber jetzt auch irgendwann mal noch durchspielen. Der zweite Teil hat ja vielen Leuten besser gefallen, kamen sie besser rein. Also wenn jemand mit Bioshock 1 nichts anfangen konnte, probiert's mal mit Bioshock 2. Ich finde aber, wenn man Rapture einfach mal erleben möchte, weißt, wenn es einem so ein bisschen um Story und Atmosphäre und sowas geht, dann kann man sich auch Bioshock 1 nochmal nachträglich holen. Damit kann man auch nicht wirklich viel falsch machen, finde ich. Auch wenn ich den Bioshock 1, den ersten Teil, nicht so toll finde. Den zweiten habe ich nie gesehen, nie gespielt. Na gut, noch was dazu? Sonst können wir nämlich zu einem Titel kommen. Crysis. Gerade, genau, als Deutscher kann man immer stolz drauf sein. Huhu, Crytek, deutsche Firma. Farquhar noch so Morning. Ja, Farquhar hat auch okay. Benchmark. Ja, aber ich glaube, Crysis war irgendwie vom, also ich habe immer das so in den Medien erlebt, dass Crysis nochmal eine höhere Stufe war der Evolution irgendwie. Nee, ja, das ist Far Cry. Wirklich? Ja, sicher, also. Crysis ist auch von vielen so ein bisschen so mainstreamiger beachtet worden, weil Far Cry war so ein Überraschungsding. Da hatten sie auch ein bisschen mehr Freiheiten, sie haben auch ein bisschen mehr draus gemacht und Crysis war ein bisschen beengter. Und die Story war auch eine ganz... Also die Story hat mir wesentlich besser gefallen als bei Far Cry 1. Also da waren sie zumindest ein bisschen... das war auch genauso. Du kommst auf eine Insel, da gibt es ein paar Koreaner, dann auf einmal Alien. Ist natürlich auch wieder so eine dumme Sache. Aber ich finde, sie haben es besser hingekriegt. Aber wir reden jetzt mal nicht von der Grafik, die natürlich nirgendwo richtig flüssig gelaufen ist. Ja, das hat dadurch ich fand das eigentlich... Gameplay, ja. Aufmerksam kommen, würde ich sagen, oder? Dass nee, das Battlefield 3 jetzt zur Zeit abzieht, ne? Nee, ich wollte sagen, das Gameplay hat mich so weggeflasht. Also mit dem Anzug, die ganzen Attacken. Maximum Speed. Also die ganzen Fähigkeiten aus, ja, Maximum Power, weißt du, und dann springst du da einfach mal 2 Meter hoch und kannst dein ganzes Gameplay darauf anpassen, dass du sagst, oh scheiße, ich werde jetzt voll beschossen, ich gehe in den Tarnmodus. So, ich meine, dieser Anzug hat das ganze Spiel komplett umgeworfen von einem reinen Far Cry zu einem verdammt geilen Far Cry. Ich glaube, das Spiel hat die meiste Aufmerksamkeit auch dadurch bekommen, dass jeder es bei sich laufen lassen wollte und jeder hat sich für tausende Euro irgendwelche Maschinen da gekauft und Rechner hingestellt, damit Far Cry bei ihm läuft. Man kennt ja die Geschichte von Budi, ne? Dass er sich für weiß ich wie viel 1000 Euro einen Rechner gekauft hat, um Far Cry flüssig spielen zu können und dann läuft's erst nicht, weißt du so. Ja. Es ist auch so ein Kritikmerkmal, wenn du, ich erinnere mich vor 2 Jahren, als ich mir meinen ersten Laptop gekauft habe, wenn du da irgendwelche Testberichte oder sowas geguckt hast, dann stand immer dabei, läuft Far Cry oder läuft Far Cry nicht. Weißt du? Das war immer so ein Kritikmerkmal. Crysis, richtig. Ah, okay. Ersetzt in den letzten Sätzen, die ich gesagt habe, Far Cry durch Crysis. So. Dann hieß es immer, läuft Crysis darauf oder läuft Crysis nicht darauf? Weißt du, es war so Kritikmerkmal eines, wenn du ein neues Gerät gekauft hast. Genau. Als Benchmark. Genau, ja. Tja. Also mehr habe ich von Crysis nicht mitbekommen. Ja, Crysis 2 war dieses Jahr und war auch super geil. Es hat sich ein bisschen entschlackt, sag ich mal. Das Kreismenü wurde ausgenommen, da haben sich ja die Leute ein bisschen aufgeregt und auch ja, das Geld. Ja, fand ich auch nicht gut. Finde ich total lächerlich. Warum sollte man sich. Warum? Das fucking Kreis ist halt nur ein Kreismenü, Mann. Ja. So, es ist so, ja gut, okay, das ist. Okay, mach, ja, geht weiter. Mach das Gaspedal auch von A auf Schultertasten, ist doch voll scheiße. aber auch war halt der Kritikpunkt, dass es nicht mal auf der Insel spielt, sondern halt ein bisschen beengtere Großstadt, aber ich fand's super geil. Und dass es für die Konsole entwickelt wurde und die PC-Spieler von nachlässig wurden, so. Das war auch riesig in der Kritik, dass sie gesagt haben, hey Leute, Crysis ist für den PC groß geworden und auf einmal entwickelt es für die Konsole ein und portiert es, was dann nicht der Scheiße ist. Ja.
Übrigens finde ich nicht das Kreismenü an sich blöd, aber ich weiß nicht. Mir hat das Gameplay so, ich fand es an sich ganz cool, aber spontan in Situationen das Menü aufrufen und jetzt schnell entscheiden, okay, welche der Anzugfunktionen nutzt du jetzt am besten? Im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass ich fast das die ganze Spielzeit über, die ich in dem Spiel verbracht habe, mit dem Tarnanzug gelaufen, gewartet, bis aufgeladen ist, weitergelaufen, weil ich irgendwie, ich persönlich nicht damit zurechtkam, irgendwie flexibel die Möglichkeiten des Anzugs schnell zu nutzen. Ich war meistens auf der Flucht, also ich habe da fast ein Metal Gear oder Splinter Cell gemacht. Maximum Speed und dann unsichtbar und immer so abwechselnd. Ich habe mich in der Welt auch immer verlaufen. Ja, aber ich fand's eigentlich vom Stil her ganz cool. Ich will es auch nochmal weiterspielen. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie beiseite gelegt und dann vergessen. Ich will ja auch Teil 2. Ist Teil 2 denn besser als 1? Crisis? Ja. Oder ist es einfach anders? Es ist schon ein bisschen anders, aber ich finde schon Teil 1 war halt überraschender. Und wenn man halt auf diesen atmosphärischen Dschungel steht, dann hast du mit quasi zwei schlechte Karten. Das ist halt ein bisschen linearer. Aber ich finde wirklich beides. Man kann beides nicht richtig vergleichen, finde ich. Hat sich wirklich verändert. Mich haben die Koreaner im ersten Teil genervt. Ja, das hast du halt. Im zweiten Teil mehr Spaß. Ja. Vielleicht. Ja. Boah, aber. Ja. Generell cooles Spiel, muss ich nochmal weiterspielen. 2007, das heißt, es kam denn 2008 raus? Gar nichts. Ja, ja, jetzt war da nicht so ein bisschen die, die Ego-Shooter-Flaute, da kam dann Modern Warfare immer und immer wieder so ein bisschen. Ich weiß noch was. Ja, was weißt du noch? Es gibt denn noch so Spiele wie Killzone, sind für die PS3 richtige Kracher. Ich kann zwar den zweiten Teil überhaupt nicht nachvollziehen, weil es für mich. Also das habe ich ja auch mal angeklagt. Also die modernen Shooter, die sind ja anders als Unreal oder als Duke Nukem oder so, Half-Life. Sie sind auf diesen sehr linearen, schlauchigen Military-Shooter-Zug aufgesprungen. Egal, ob es jetzt Killzone ist oder Resistance. Resistance hat zwar keine richtige Military-Shooter, du bist zwar ein Soldat, aber du hast als Gegner diese Alien-Rasse oder Mutanten-Rasse, aber trotzdem fühlt sich alles sehr, sehr ähnlich an. Und gerade da gibt es halt keine Innovation in Sachen, wir machen mal ein richtig cooles Physik-Spiel rein, wie bei Half-Life 2, und wir brauchen dann einen Anzug ein, wie bei Crysis oder so. 13 haben wir, glaube ich, auch nicht erwähnt. Ne? Natürlich, 13, Alter. Ein super innovatives, tolles... Habe ich nie gespielt, aber das ist so ein Spiel, das habe ich auf meiner, will ich unbedingt mal spielen lassen. Das habe ich schon lange auf meiner Liste. Das wird dir hinterhergeschmissen. Gibt es denn für die Xbox? Es gibt es doch für die PS2 und PC. Für die Xbox? Weiß ich nicht genau. Weil wenn es das für die Xbox... Ich habe halt nur das hier und das würde ich dann gerne... Das war absolut Multiplattform. Das war GameCube, Xbox, PS2, okay. Windows, also das ist Mac. Etwas, was ich unbedingt mal spielen also möchte. Wenn ich dann nur die Bilder sehe oder ein paar Ausschnitte aus dem Gameplay, dann macht mir das schon so, musst du gespielt haben. Das ist doch so ein Ding... Das liebe ich bei Ego-Shootern, wenn es halt so dieses mal bist du irgendwie in der Basis und musst die Basis infiltrieren mit Baller-Action, mal musst du halt ein bisschen schleichen, mal musst du irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Spielereien, paar verschiedene Abwechslungssachen und nicht immer diese stupide, langweilige Bulletstorm-Ballerei, weißt du, so Stylo-Action, das gefällt mir lieber und das vermisse ich bei 13, also seit 13 und vielen anderen Spielen. Also wie ist das denn? Worum geht's da? Was ist das für eine Art von Spiel? Also wir wissen ja, dass sich der Grafikstil komplett unterscheidet. Es ist so wie No One Lives Forever und 13, natürlich nicht mit Gadgets und es ist halt, du spielst, bist identitätlos, also du wachst auf, weißt nicht, was los ist und du weißt irgendwie, du bist Nummer 13 und alle anderen, es gibt halt Nummern und du weißt nicht, wer welche Nummer hat und so richtig komme ich jetzt auch nicht mehr auf den richtigen Kurzer Einschub, was ich sehr cool finde, das ist jetzt nicht wertend gemeint, politisch gesehen, aber in wie vielen Spielen wird der amerikanische Präsident entführt? In wie vielen Spielen und Filmen? Wie viel unendlich? Und in 13 wird am Anfang der Präsident abgeknallt. Ziehen Sie es mal durch. Das finde ich schon erwähnenswert.
Nee, aber 13, ich kann, weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie der Storyverlauf ist, aber es hat auf jeden Fall eine gute Story gehabt. Aber was ist das denn für eine Art von, ist das eher so ein Schleichspiel oder so? Nee, das ist halt alles. Es ist halt so, du hast mal, wie ich schon sagte, du... Außenareale oder eher alles mal, drin? Nee, weil ich hatte Gameplay nur von drinnen gesehen. Es gibt auch Gameplay, zum Beispiel im Schnee oder so draußen auf einer Basis. Mir fällt auch ein, du kannst auch alles benutzen. Du hast eine Flasche, nimmst die Flasche, haust dir auf irgendwas drauf und hast dann halt eine Waffe. Nimmst einen Besen, hast eine Besen als Waffe. Du kannst auch alles verwenden. Cool. Und das Geile, was ich richtig geil finde, wenn du zum Beispiel schleichst und ein Messer wirfst, der Gegner wird mit dem Messer getroffen und du siehst halt oben, wie im Comic üblich, diese kleinen Bildchen, weißt du, so Zähne, weißt du, diese typischen Pow, weißt du? Ow, richtig Batman geil. Comics. Also das muss ich unbedingt noch nachholen. 13 das ist unbedingt 13 auf meiner Liste. Würde ich jedem empfehlen und sich dann fragen, verdammt, warum will ich jetzt wieder ein Monopoly verspielen, wenn sowas nicht mehr kommt? Traurig ist halt, dass 13 das Schicksal manch anderer Spiele teilt, die einfach gut sind, auch von allen gut bewertet werden und sich trotzdem nicht gut verkaufen und deswegen kein Nachfolger kommt. Ja, leider. Ja, Bulletstorm und das drum und dran, irgendwie alles, ich weiß nicht, Macho-Action. Haben wir denn noch was nächstes auf der Liste? Weil ich hätte da noch etwas, was ich einwerfen möchte. Tu's. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt auch nur noch Bulletstorm und das neueste Duke Nukem ein, aber sonst... Ja, mir fällt da nämlich Borderlands ein. Ist das ein Shooter, Rollenspiel, weiß ich nicht. Wie ist denn das? Mit Rollenspiel hat es nicht wirklich. Das ist ein Open-World-Shooter mit, Bazillionen Waffen hieß es doch, ne? Mit Bazillionen Waffen. Also das hat, Shooter ist ja bekannt für Waffen und man will immer coole Waffen haben und lustige Waffen und sowas. Und Borderlands hat das eben total auf die Spitze getrieben, indem man wirklich, es ist mir, glaube ich, einmal im Spiel passiert und ich habe das wirklich auch stundenlang gespielt, dass ich eine Waffe zweimal hatte. Ansonsten sammelst du an jeder Ecke eine Waffe auf. Und das ist jeweils immer eine Unique-Waffe, jedes Mal eine andere Waffe, jedes Mal eine Waffe mit anderen Eigenschaften und ist einfach großartig. Also du kannst im Internet zum Beispiel auch gucken, was habe ich für eine Waffe, was kann die, was gibt's da für eine nächste Stufe, und so weiter. Und da sind tatsächlich Listen von Millionen verschiedenen Waffen, also das ist richtig... richtig krass, weißt du, wo dann Leute auch präsentieren und sagen, hey Leute, ich habe so und so eine Waffe gefunden, alle, wow, geil und sowas. Das ist ungefähr das Gefühl, das du hast bei Diablo 2, weißt du, wenn du irgendwas aufsammelst, was sonst keiner hat und was total unique ist und sowas, ne? Schön. Ja. So randomized Waffen hast du. Also das hat auch eine absolute Neuerung, die es bisher noch in keinem anderen Spiel gab, dass die Waffen randomized sind. Also die Entwickler wissen selbst, die haben ein paar bestimmte Sachen gemacht, wie Feuerrate, wie Magazin und wie die Schüsse aussehen oder was. Es gibt Schrotflinten, die verstreuen ein Smiley zum Beispiel, weißt du? Oder es gibt Waffen, die schießt du auf den Gegner und der Gegner friert ein und zerbröckelt dann. Oder also da hat es so unglaublich verschiedene Sachen. Und also Borderlands ist nicht jedermanns Spiel, sag ich mal, weil die Story sehr flach ist, das Spiel ist groß. Es gibt, man kann sich in den Waffen verlieren, dass du irgendwann mal nur noch immer wieder Quicksave machst, eine Waffe sammelst, wieder Quicksaves machst, aufs Spiel rausgehst, wieder reingehst und dann sind die Waffen wieder da, dann kannst du wieder neue Waffen sammeln, dass du dich irgendwie in den Waffen verlierst und nicht mehr in der Story weiterkommst. Also so ist mir das einmal passiert, dass ich die Story überhaupt nicht mehr beachtet hatte, sondern immer nur coolere Waffen und sowas und irgendwie hast du die noch gar nicht benutzt, du hast sie einfach gehabt, weißt du? Und also ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, man soll es schon mal ausprobiert haben. Das ist echt cool. Rage! Wollte ich gerade sagen, nicht, dass wir es vergessen. Rage, hat einer von euch das schon gespielt? Ich will es spielen. Nee, ganz kurz nur. Hab ich das schon gespielt. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ja, ich habe jetzt wirklich mitten in der Story angefangen. Ich war in einer großen Stadt, konnte mit ein paar Leuten reden, habe nichts gecheckt, bin dann raus, wurde direkt von irgendwelchen Rebellen angegriffen mit Autos und war dann tot. Also viel habe ich nicht gesehen, Spaß hat es nicht gemacht, sieht aber toll aus. Wieso hat es keinen Spaß gemacht? Ja, es hat keinen Spaß gemacht, weil wenn du halt ein kurzes Spiel einlegst, um das zu testen, was ist so wie Rage, dann kannst du genauso gut Fallout 3 reinlegen und irgendwie mitten in der Story mal kurz einen Einblick werfen, da hast du auch keine Ahnung, was also so geht. Man kann ja so viel sagen, es ist so ein bisschen Fallout-mäßig, ne? Alles ist irgendwie... Es ist Borderlands. Sicher? Es also ist Borderlands, ja. Weniger das ist Fallout halt alles ist komplett ist halt, anderes. Fallout ist ein Rollenspiel. Ja, nein, ich meine vom
Setting ein bisschen. Klar. Oh, ja. Ist ja alles zerstört. Jetzt bei Rage sind es ja Asteroiden, ne? Aber da ist ja auch quasi alles pulverisiert und atomisiert, ne? Ja, die Menschen versuchen aus dem Nötigsten halt auszukommen. Es bilden sich halt Parteien, Gruppen, Gesellschaften, die halt keine Gesetze kennen, also Gesetzlose halt rumfahren, irgendwie arme Schlucker so wie dich zu auszunehmen, und richtig viel habe ich nicht gesehen. Es ist halt nicht der erwünschte Rollenspiel-Mix, sondern es ist halt einfach ein Shooter gepaart in Open-World-Setting. Ja, das war ja das, was wir auch schon erwähnt haben, immer diese geschickten Marketing-Sprüche. Wir wollen die Spieler belohnen, die sich in dem Spiel abseits des Pfades begeben und sich umsehen. Okay, wenn dann heißt, dass du einfach mal eine Waffe findest, Hallo? Die 10 Kugeln mehr hat. Ja, hi. Wenn du dich abseits des Pfades bewegst und dann irgendwann eine Waffe findest, die 10 Kugeln mehr ins Magazin bekommt, dann ist das nett. Dann stimmt die Aussage auch, aber es hat dann nichts mit Rollenspielelementen zu tun und Open World, ne? Rollenspiel nicht, sondern Open World. Ja, viele haben sich halt was anderes erhofft, als das Spiel dann wurde. Ne? Trotzdem soll das Spiel, was es als Shooter ist, sehr gut machen. Ja, richtig. Habe ich auch gelesen, und sag mal, ich habe vorhin gesagt, ich hatte eine kurze Anspielsession auf der Gamescom, ne? Und mir hat das nicht gefallen, aber ich sag mal, wenn das Spiel einfach so rausgekommen wäre, dann hätte es mir wahrscheinlich gefallen, aber weil ich mir eben darunter was komplett anderes vorgestellt habe, war ich da einfach schon sehr enttäuscht und ja, hatte auch nicht irgendwie den Reiz, das zu spielen. Ja, jetzt sagen sie ja auch, das war nie als Open-World-Spiel geplant, aber dann hätten sie ihre Aussagen irgendwie besser revidieren können. Ein bisschen, irgendwann mal werde ich es nachholen, für aber sehr günstig Geld. Ich werde es mir irgendwann mal irgendwie zulegen, ja, als irgendwie Low-Budget-Version. Ja. Ist ja auch enttäuschend, insbesondere für PS3-Besitzer, ne? Dass die Texturen nicht richtig nachladen. Das ist wohl überall, nicht nur auf der PlayStation 3, ne? Ja, das ist überall so, ja, aber ich habe es gemerkt, also ich habe es gespielt und ich habe es gemerkt, aber ich finde, dass man das auch sehr schnell irgendwie, wenn man genau drauf achtet, sieht man es sofort, so, was ist das? Aber sobald du halt läufst und in der Materie bist und zum Beispiel irgendwie was suchst, sagen wir mal, suchst jetzt irgendwie einen Buggy, dann hast du diese ganze ganze Texturnachladerei überhaupt nicht mehr im Blick, also finde ich. Okay. Eine Sache noch zur Handlung, also so wie ich das verstanden habe. Dumm. Ja, darauf wollte ich hinaus, so indirekt. Ich weiß es nicht, ich habe nur gehört, dass es nicht wirklich so eine stringente Handlung gibt, dass du von A über B nach C willst, sondern dass das Setting an sich schon die Handlung ist. Also du versuchst halt in dieser postapokalyptischen Welt klarzukommen mit allem, was dazugehört, und dementsprechend läufst du einfach durch die Welt und erlebst eben all das, was dazugehört. Also ich habe gehört, dass es wohl auch irgendwie einen Endboss oder sowas gibt, ja, oder irgendwie eine Fraktion, und da ist irgend so ein Typ, der ist der Endboss oder sowas, den siehst du, also nagel mir nicht drauf fest, aber ich glaube, den siehst du nicht ein einziges Mal, und gerade am Ende, als es so darauf zugeht, dass sich die Handlung so zuspitzt und wo du denkst, jetzt können sie alles raushauen, jetzt macht die Story Spaß und jetzt geht's so Richtung Höhepunkt zu oder sowas, anscheinend kommt dann dieser Endescreen. Ja, also id Software hat wieder mal bewiesen, sie können Grafiken super gut hinkriegen und vielleicht auch das Gameplay, aber von Story haben sie überhaupt keine Ahnung. Ja. Also siehe vor 20 Jahren mit, oder weiß ich, ist gut 20 Jahren mit Doom und was weiß ich was, da haben wir die Story kurz erleuchtet. Ich glaube, das ist heute in 2 Jahren 2011 nicht anders. Ja, das stimmt. Da haben Bioshock und viele andere Spiele wie The Darkness, was ich noch ganz kurz einwerfen will, das war auch eine super geile Story, haben es einfach besser hingekriegt als jetzt Rage. Habt ihr denn Bulletstorm gespielt? Nee, das interessiert mich überhaupt gespielt, nicht. Ja, Demo schon, die Beta, ich glaube, es war eine Beta, ne? Die dann, ich habe die Demo Beta gespielt. Ist auch traurig, wie die deutsche Version mal wieder zerpflückt wurde. Ja, also es war so ganz cool, aber ich glaube bei Bulletstorm, also es war ja ganz cool, dass du konntest Leute kicken und sowas und mehr Spaß und sowas, so ein bisschen wie Unreal Tournament, nur noch mit so einer Schubkarre Spaß noch draufgelegt, weißt du? Aber anscheinend soll das doch sehr nach ein paar Stunden sehr eintönig sein, weil Richtig. Du halt immer dieselben Moves immer und immer wieder machst. Genau das ist der Punkt, und genau deswegen kann ich solche Spiele nicht ernst nehmen. Das ist irgendwie für mich so Highscore-Shooter-Jagd. Das könnte ich auch im Railgun-Shooter spielen. Das ist eine coole Idee, aber es wurde wohl nicht bis zum Ende so, es wurde nicht verfeinert, es wurde nicht so
weiß nicht, es sieht so aus, als ob die Entwickler dann hinter der Idee nicht so wirklich hinten dran wären, die sich gesagt haben, okay, wir haben da jetzt 10, 20 Moves, das muss reichen, weißt du? Das ist der Punkt, der mich bei Ego-Shootern einfach stört. Sie versuchen durch eine gewisse, durch ein Feature oder durch eine Marke ein Spiel drumherum zu bauen, aber merken nicht, dass irgendwie das zu wenig ist. Man muss halt gucken, dass es auch sich mit der Spiel muss komplett alles passen. Es muss halt rund sein. Wie Halo ist ja rund. Halo hat ja so viel, oder Halo Half-Life. Halo ist rund, ja. Ja. Nee, aber nimm halt ein paar andere Games, die sind halt versuchen, nicht auf, sich auf eins zu fixieren, sondern sie probieren halt, das zu implementieren, weißt du? Und das ist eine Sache, die mich bei Bulletstorm zum Beispiel gestört hat. Es ist halt Stylo-Shooter, ein Highscore-Shooter, aber mehr auch nicht. Nach 2 Stunden hast du alles gesehen. Vielleicht war ja. Epic Games schon zu sehr noch parallel mit der Entwicklung von Gears of War 3. Ja, nee, das macht ja People Can Fly. Dieses ja, okay, stimmt. Epic Games ist aber der Supervisor, ne? Aber okay, wenn People Can Fly jetzt mehr oder weniger allein verantwortlich war, na gut. Da war dann schon dieses Duty Calls etwas besser. Ja, nee, aber das ist halt die Entwicklung. Das ist so geil. Wir werden wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn wir unseren Weihnachtsgas haben, ein bisschen mehr auf die Spiele eingehen. Ich glaube, wir haben heute über alles. Also von diesem Jahr. Ja. Ich bin jetzt wirklich total. Ich muss auch früh raus. Vor allem wollte ich eigentlich ursprünglich das nur kurz mit euch abhandeln und dann wollte ich eigentlich hauptsächlich mit euch darüber reden, warum ihr Ego-Shooter so geil findet, was euch daran so Spaß macht. Ach, vergiss es jetzt nicht. Das fügen wir morgen noch an. Wir machen das so. Ich habe den Vorschlag. Wir machen das einfach so. Wir teilen diesen Cast in 2 Casts, so wie Plauschangriff das gerne macht. Wir haben jetzt auch, glaube ich, 4 Stunden geredet. Und am Ende, wenn wir halt Bock haben, machen wir noch sozusagen den Ego-Shooter, also an sich halt Cast. Und nicht die Spiele, sondern es geht um das Genre. Da könnten wir vielleicht mal 1 Stunde drüber reden. Genau, macht einfach 2 Casts, teils einfach bei 2000, weißt du? Ja. Beim Jahr 2000 teilen. Ey, und wenn uns jetzt jemand kritisiert, dass wir die Diskussion zu Runden abhacken, weil wir jetzt hier 4 Stunden geredet haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, noch haben wir nicht diskutiert. Also jetzt eigentlich... Okay, darf ich mal kurz sagen, wie das angefangen hat, so aus meiner Sicht? Ich schreibe vorhin Yetivin an, hi, und jetzt bin ich gerade schon 5 Stunden bei euch mit drin und rede über Ego-Shooter. So bin ich hier reingekommen. So bin ich hier reingekommen. Ohne Scheiß. In Zukunft überlegst du dir wirklich, ob du Hi schreibst oder Ich schreibe Hi und auf einmal rede ich jetzt schon 5 Stunden über Ego-Shooter. Man muss sich vorher, wenn man einen von uns anschreibt, muss man sich überlegen, okay, warte mal, bevor ich Hi schreibe, was mache ich noch in den nächsten 5 Stunden? So, habe ich irgendwas vor? Das ist einfach bitter, weil hier steckt jetzt kein Konzept dahinter, sondern wir haben heute gesagt, ey, wir können einen Cast über Ego-Shooter machen und wir haben vor 4 Stunden, Matthias zu mir, lass uns aber nur die wichtigsten Meilensteine abhandeln. Ja, genau. Okay, schreiben wir auf, okay, da war 91 was, da war 93, 96, ach, dann sind wir schon bei 99, oh, das geht ja fix, ja, am Arsch. Wir fügen auf jeden Fall noch 1 Stunde oder so irgendwann hinten dran, wo wir dann über das eigentliche Thema sprechen, worüber ich mit euch reden wollte, nämlich über das Genre an sich, warum ihr das so geil findet. Und dann brauchen wir aber zum Glück auch dann nur noch sagen, so welche, so besonders geil finde ich das und das Spiel und warum, ja, hört euch die 4 Stunden vorher an. Ja, genau. Aber sehr geil wäre im Kommentarbereich auch mal von den Leuten zu hören, welche Ego-Shooter sie besonders cool fanden und warum. Oder also wir haben ja hier sicherlich nicht alle erwähnt und wenn da jemand ein paar Geheimtitel hat oder sagt, hey Leute, ihr habt Catacombs oder wie ist das erste Spiel? Catacombs 3D, ja. Catacombs 3D. Hab ich schon vergessen, das ist schon so lange her. Keiner so alt, dass Catacombs 3D 2 oder sowas habt ihr nicht erwähnt oder das. Ja, genau, die Trilogie sollten wir detaillierter schildern, wie die war und so. Ja, Leute, dann tut's uns leid. Also wir haben hier einfach die Sachen so erwähnt, die wir noch in Erinnerung haben. Wir haben viele Sachen echt nicht erwähnt, wie zum Beispiel Jedi Knight, was habe ich hier noch hier auf der Liste? Jeden möglichen Call of Duty Teil, dann viele Shooter, die ein Genre-Mix mit anderen Sachen Quark 3 Arena oder sowas haben wir auch nicht gesagt, da hätten wir auch noch was sagen können. Also es gibt viele Sachen, aber ja, tut uns leid, es dauert so schon lange. Es gibt einfach so viele Shooter. Also ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr mich dafür flamen wollt, dass ich ungefähr bei jedem zweiten Shooter gesagt habe, dass ich nicht gespielt habe, weil mir nicht gefallen hat. Ansonsten ist ja nicht dein Genre, Mann. Das ist ja, richtig. Ja, was macht denn dieser Arsch dann in diesem Podcast? Es ist halt deine Idee gewesen. Ne? Ja, genau. Du sorgst halt dafür, dass die Leute was zu hören haben. Also seid froh darüber.
wir werden dann nochmal darüber sprechen, wenn wir Bock haben. Schreibt ihr uns doch, warum ihr Ego-Shooter geil findet. Dann können, dann müssen wir vielleicht keinen Extra-Cast machen, sondern Rod, Yeti und Kai können dann im, in den Comments oder im Forum sagen, ja, deswegen finden wir Ego-Shooter auch geil. Oder sie können schreiben, was sie gut finden, was nicht. Nee, wir machen einen Extra-Cast. Machen wir einen Extra-Cast? Ja, ja, genau. Könnt ihr selber machen. Schauen wir mal, wann wir mal wieder Zeit und Lust finden, wann, wenn ich mal wieder irgendwie mal überraschend online bin. Es gibt nämlich noch andere Jubiläen. Also wir machen noch Halo, es gibt noch 20 Jahre MMORPGs. Oh mein Gott, könnt ihr sich zu viel an, sonst müssen wir das alles wirklich machen. Ich sag nur, was dieses Jahr so alles abgefeiert wird. Sonic und Zelda, aber das besprechen wir an anderer. Ich freue mich auf 4000 Jahre Boot. Ja. Genau. Keine Ahnung, die Pyramiden haben ihr 6000-jähriges Jubiläum. Also es kommt noch einiges, Leute. Freut euch drauf. Die beste Pyramide in einem Spiel. Ja. Here is Sam. Ich glaube, an der Stelle cutten wir jetzt einfach mal und alles, was wir noch dazu zu sagen haben, sagen wir später nochmal. Es nervt mich jetzt schon, dass das so lang geworden ist, dass ich es in zwei teilen muss. Ich dachte nämlich mit Matthias, naja, das ist so eine gemütliche Runde zu zweit oder zu dritt, so für ein oder zwei Stunden. Das kann ich eben auf die Seite klatschen und den Usern als extra Content verkaufen, für den wir uns voll Mühe geben. Sollen wir jetzt gleich noch aufhören? Ja, jetzt brech mal die Aufnahme ab. Wir wünschen euch ein zu welcher Tageszeit ihr das auch noch immer hören werdet. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ja, haut rein. Ciao.